behandle ich die Sachen mit viel Liebe, bekomme ich von diesen Dingen auch wieder viel Liebe zurück in Form einer unglaublichen Standseite. Ja, also kommen wir wieder zurück von der, ja, die Liebe ist die Lösung für alles, ne? Wir wissen es, ne? Also die Abonnenten wissen es, ne? Und der Perle weiß es, ne? Die Gäste wissen es nicht. Und die 95% der Gäste, die auf meinem Channel nur noch rumlungern und hin und wieder mal durchdrehen. Halten wir fest, diese Sachen sind nicht wirklich smart, weil sie nur untereinander connecten können. Per Funk. Also nicht WLAN, per Funk. Gut. Ist schon mal ganz geil. Wie kann ich das jetzt hinkriegen, dass die smart werden? Da hat sich Xsens was Geiles ausgedacht. Es gibt da 3 Sets. Wasserfiltrationssystem, wo ich sagte, wir wollen noch den Ententeich leer saufen. Das Video wird bestimmt auch wieder lustig. Perle wird einfach den Ententeich, macht einen Selbstversuch. Perle presst sich da mal einen halben Liter Ententeichwasser in die Birne hier über dieses Filtrationssystem. Und dann wollen wir mal schauen, wie lange Perle da noch lebt. Also echt eine clevere Lösung, um nicht smarte Geräte smart zu machen, ohne sie wegschmeißen zu müssen. Weil die Dinge halten ja 10 Jahre, das weiß Xsens ja auch. 10 Jahre hält die Batterie da drin. Und nach 10 Jahren, glaube ich, sollten die auch ausgetauscht werden. Gerät testen. So, muss ich Gerät testen. Dauert es einen Moment. Dann geht er da oben gleich los. So. Gerät getestet. Das heißt also, für 25,89 €, so ihr alle 6 miteinander verbindet, habt ihr diese 6 Dinger hier, die alten, smart gemacht. Das geht voll in Ordnung, wie ich finde. Ne? Das ist echt geil. Und nun bucht er sich ins WLAN hier ein. Also nun verheiraten wir die Basisstation mit unserem Connecting Router. Connecting to Wi-Fi. Wi-Fi connected. Wi-Fi connected. So, und dann ist er gleich fertig und dann leuchtet er hier blau. Verbinden des Gerätes mit dem Cloud-Server. Klar, ihr seht, er leuchtet blau. Und ist jetzt somit auch mit dem Cloud-Server verbunden. Gerät hinzugefügt. Boom. Desk Countdown. So. Ihr habt gesehen, jetzt steht hier Alarmsignale empfangen. Wenn Ihr Gerät ein kombinierter Rauch- und CO-Melder ist, können beide Alarmsignale vom Alarm-Tonsensor empfangen werden. Ihr seht, Rauchmelder ausgelöst. Test war erfolgreich. Mann. Am Teich den Enten das Wasser wegsaufen. Sind die Enten bestimmt stinksauer. Hoffentlich kacken sie da nicht rein. Aber vielleicht kacken sie auch rein und dann eben gucken, was passiert. Ne? Was passiert mit dem Perle, wenn er dann einen halben Liter gefilterte Kacke Entenkacke in sich reinpfeift. Ne? Wo ist Perle? Macht keine Videos mehr. Ja klar, ist tot. Ist tot. Hat zwar alles weggefiltert, aber der Entenpups hier, ein Teil vom Entenpups ist dann doch irgendwie durchgekommen. Aber das sollte eigentlich nicht passieren. Weil der haut hier alles raus, ne? Also das Ding ist richtig geil, der haut wirklich alles raus. Außer natürlich Chemie, ne? Klar, ne? Also wenn die Russen jetzt hier irgendwelche Chemieangriffe fliegen, ne? Also hier jetzt über Kiel, hier über den Ententeich, wegen Chemiebomber da, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie sowas Chemisches da, wo alle Leute abkacken, ne? In den Ententeich reinballern und 1000 tote Enten da rumtreiben. Und ich sauf dann aus dem Teich, weil ich Durst habe. Aber ich da zufälligerweise gerade so vorbeigekommen und denke, ui, Wasser, schön. Ich habe ja mein Sawyer dabei. Das funktioniert nicht. Dann wird man wahrscheinlich auch abnibbeln. Meine lieben Raucher, Nichtraucher, Dampfer und Tütengaser, ein neues fantastisches Video. In was ist das Thema des heutigen Videos? Dieser Karton ist das Thema dieses heutigen Videos und zwar da sind 3 von diesen Devices drin. Zeige ich euch nachher, was man damit machen kann, wofür sie da sind. Spannendes Thema und erstmal ein bisschen Smalltalk. Also ich habe festgestellt, ihr wisst ja, ich habe ja oben einen neuen PC zusammengebaut. Mittlerweile habe ich auch einen zweiten PC fertig mit einem Intel i5 9600K Prozessor, 12 GB RAM und was ist da noch so drin?
ja, meine 1 TB Festplatte, diese Fangxiang Festplatte, also SSD, und eine 250er, ist das eine 250er drin? Ja, ich glaube ja. Oder eine 225er, keine Ahnung, also 1,25 Terabyte irgendwie. Und heute habe ich noch einen Samsung-PC in 24 Zöller da noch installiert. Jetzt ist das alles perfekt. Also ganz, ganz wunderbar. Jetzt war ich hier auch nicht am Rumwühlen. Ich habe auch meine anderen PCs mittlerweile alle fertig. Wo ich sagte, ich bastel hier mehrere PCs zusammen, alles durch, alles prima laufen wie die Seuche, die Teile. Also wirklich genial. Aber oben mein Hauptrechner, also dieser superschnelle Rechner, da hatte ich ja gesagt, da ist ja ein Betriebssystem drauf. Da komme ich ja von Windows 7, glaube ich, von Vista, glaube ich nicht, von Windows 7 und habe da mal irgendwann mal letzte Sekunde auf Windows 10 abgedatet. Also dieses System, was da oben läuft, habe ich im Grunde genommen, ich glaube, 15 Jahre lang so laufen lassen und immer mehr Zeug da rein und immer mehr Zeug. Und das Booten dauert schon ganz schön lange dafür, dass es alles von so einer superschnellen SSD kommt, die auf dem Board sitzt, die 3500 Megabyte pro Sekunde über den Datenbus schaufelt. Also der ist schon ordentlich am Knechten und rumrennen. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Ihr wisst ja, ich mache ja hier so meine ganzen Serien. Ich bastel mir auch meine eigenen Blu-rays zusammen. Und einige meiner wichtigsten Programme funktionieren nicht mehr sauber. Da ist irgendwas ist da durcheinander gekommen, seitdem ich den PC zusammengebaut habe. Beziehungsweise ich habe ja mein altes Windows 10 von dem einen Rechner auf das andere gepackt. Da war erstmal tierisch am Rummotzen, aber es hat irgendwie funktioniert, alle Daten erhalten. Aber es sind wohl doch intern ein paar Sachen durcheinander gewürfelt worden. Also 2, 3 Sachen, die super wichtig für mich sind, laufen nicht. Da dachte ich, liegt das vielleicht an dem neuen Rechner irgendwie? Oder ja, ist da irgendwas faul? Und ich habe da drüben ja den Rechner, meinen zweiten Rechner neu aufgesetzt. Und diese Programme habe ich da installiert und die laufen da einwandfrei, bloß oben läuft es nicht. Also will ich den Rechner oben platt machen, der seit 15 Jahren so gewachsen ist. Also da habe ich mir schon mehrere DIN A4 Zettel zusammengeschrieben, was da alles installiert werden muss, was konfiguriert werden muss. Die ganzen Konfigurationsparameter habe ich mal rausgeschrieben. Also ihr glaubt es nicht, was ich da an der Arbeit habe. Also endlich, da liegt ein ganzer Berg an DIN A4 Zetteln. Viele Datensicherungen und Screenshots habe ich gemacht von den ganzen Parametereinstellungen. Das ist also echt so ein, ja, in 15 oder 17 Jahren, wie lange das da jetzt läuft, ist das natürlich so gewachsen, die ganze Geschichte. Und wenn du die platt machst, hast du quasi die Arbeit von 17 Jahren vor dir, ne? Also der Perle, ne? Also ey, krank, ne? Also ich werde das jetzt jedenfalls machen. Ich traue mich noch nicht wirklich. Ich werde das wahrscheinlich weiß ich nicht, ob ich das noch dieses Wochenende schaffe, habe noch ein paar andere Sachen auf dem Zettel, oder ob ich es nächste Woche schaffe. Vielleicht nächstes Wochenende platt machen und dann alles wieder zum Laufen bringen und installieren und hin und her. Und dann mache ich es gleich anständig. Ich habe auch ein paar Sachen waren auch Sachen dabei, die ich seit 15 Jahren nicht mehr benutzt, ne? Also die installiere ich dann natürlich nicht. Also es wird auch wieder ein spannendes Projekt, heftig, heftig. Was steht noch so mit meinem IOHawk Legend? Muss ich nichts zu sagen, eigentlich unwichtig. Da ist auch noch einiges in der Pipeline, also darf ich noch einige Sachen machen. Ich weiß nicht, ob ich euch daran teilhaben lasse, weil das doch eigentlich sind, obwohl da sind ordentlich Klicks zusammengekommen, erstaunlicherweise. Normal müsste ich es machen, müsste ich die ganzen Sachen wieder dokumentieren. Also jetzt aktuell liegen wieder die Korntage an. Und zwar hier die 22. Props der Korntage. Und habe ich auch schon in Komoot, habe ich das auch schon alles importiert. Mir so eine Tour, das ist eine 54-Kilometer-Tour mit den ganzen Kornfiguren. Die fand ich schon letztes Jahr sehr, sehr geil. Die will ich wieder machen. Und das ist noch bis zum 20.8. sind die Korntage noch. Also da wird Perle wieder eine 54-Kilometer-Tour machen. Nächsten Monat und übernächsten Monat haben wir wieder ein Hangout, 2 Livestreams. Wieder an einem Mittwoch. Ich werde das rechtzeitig bekannt geben. Also in 4 Wochen haben wir wieder einen Livestream. Und dann nochmal, ich glaube, nochmal 4 oder 5 Wochen später wieder einen Livestream. Und dann entscheide ich halt, ob ich mit diesen Livestreams, die machen ja echt Spaß. Aber da bricht mir mittlerweile auch so der harte Kern weg, so wie hier auch. Also ist echt, YouTube-mäßig ist echt eine super Katastrophe. Normal bräuchte ich dieses Video eigentlich gar nicht machen. Aber wenn ich Bock drauf habe, mache ich es trotzdem. Insbesondere, weil Das Ganze baut hier auf so ein paar Systeme auf, die ich hier schon vorgestellt habe. Also echt eine clevere Lösung. Muss ich einfach zeigen. Das ist echt geil. So, dann habe ich noch für in meinen nächsten Videos habe ich natürlich noch hier noch ein paar
ein paar Überlebenstipps. Ich habe sie wieder frisch eingetütet. Hier mein Mini von Sawyer, mein Mini Wasserfiltrationssystem, wo ich sagte, wir wollen noch den Ententeig leer saufen. Das Video wird bestimmt auch wieder lustig. Perle wird einfach den Ententeig, macht einen Selbstversuch. Perle presst sich da mal einen halben Liter Ententeigwasser in die Birne hier über dieses Filtrationssystem. Und dann wollen wir mal schauen, wie lange Perle da noch lebt. Ja, und da kommen natürlich noch wertvolle Tipps da. Also es ist nicht ganz so, es ist nicht ganz so, es wird sicherlich nicht ganz so langweilig für den einen oder anderen. Ja, also wir wissen ja, ich hatte euch das ja schon vorgestellt, wie man kochen kann bei einem Stromausfall, also wie man nicht verhungert, aber verdursten ist ja auch, verdursten wäre natürlich auch, also man verhungert nicht, aber man würde unter Umständen verdursten. Ist natürlich auch eine blöde Geschichte. Und sowas aus dem Ententeig saufen ist natürlich auch eine coole Idee. In Notzeit, meine lieben Freunde, das bin ich euch noch schuldig, das hatte ich versprochen, das ziehe ich natürlich durch. Dann noch die 2019er Anja-Videos, die kommen auch noch irgendwann. Jetzt, wenn ich meinen PC platt gemacht habe und er neu aufgebaut ist, dann werde ich die Sachen auch in Angriff nehmen. Wie lange? Ich hoffe, ich brauche da nicht Monate für, bis der PC wieder so läuft, wie ich das haben will. Katastrophe. Ich war vorhin an dem anderen PC, an meinem zweiten PC, am Kalibrieren mit meinem neuen Samsung 24 Zoll Monitor, den ich da installiert habe. Da habe ich eine Kalibrierung durchgeführt, da habe ich 1,5 Stunden gebraucht, bis ich Windows beigebracht habe, dass er das ICM, wie heißen die, ICM-Profile. Mit meinem X-Rite habe ich da, den Monitor, das mache ich bei allen Sachen hier, beim Fernseher, bei meinem Beamer, ihr wisst es ja, die kalibriere ich ja. Selbst meinen Laptop kalibriere ich. Und das einzige System, was ich ja noch nicht kalibriert habe, ist der OLED-Fernseher. Aber der ist schon von Haus aus so perfekt eingestellt. Ich habe da nichts gesehen. Die Farben sind auf dem Punkt. Das ist alles auf dem Punkt an dem Ding. Also da werde ich auch nicht rumkalibrieren an dem Teil, an dem OLED. Weil der ist echt Bombe. Ne? Also wirklich ganz, ganz fantastisch, das Teil. Ne? Aber jedenfalls an dem Monitor, da habe ich dann nochmal Hand angelegt und der ist jetzt auch so, wie ich ihn haben will. Aber was ich jetzt sagen wollte, ich war 1,5 Stunden am Kämpfen. Ich habe dieses ICC-Profil erzeugt. Das kommt dann natürlich unter Farbprofile, wird das abgelegt. Und er hat einfach nicht reagiert. Ich bin da fast irre geworden. Und das Ende vom Lied war nachher, ich habe da mit ein paar Tricks rumgespielt. Ich habe noch ein zum Testen, ein rotstichiges ICC-Profil. So kann ich das immer testen. Manchmal ist es so, dass ich nur so wenig werde, dass man es nicht direkt merken würde, wenn man hin und her schaltet. Und ich habe noch ein Rotstich-ICC-Profil. Dann wird das Bild, also ja, sehr rotstichig. Ist nichts passiert. Kein Rotstich, gar nichts. Ich habe 1,5 Stunden gebraucht und es waren letztendlich, hatte das wohl auch mit den Nvidia-Treibern zu tun. Ich habe die Nvidia-Treiber komplett runtergeschmissen, neu installiert, Rechner nochmal neu gebootet und dann ging es, wie von Zaubern, ging die ganze Geschichte. Also echt nicht einfach mit diesen ICC-Profilen. Also zumindest, wenn man den PC das erste Mal neu einrichtet, dann bockt der echt rum, weil so einfach ist es auch nicht, dass man da so ein Profil reinpackt und läuft. Nee, vergiss es. Da müsst ihr nämlich über Extras nochmal in den gleichen Reiter reingehen, weil das Ganze ist nämlich noch global sozusagen eingeteilt und nach Nutzern eingeteilt. Also es ist echt schwierig. Das heißt, auf der Nutzerebene stellt man was ein, aber global sagt er, nee, ist nicht. Und sowas, das muss man alles beachten. Das muss man erstmal irgendwie freischalten. Ne? Also schon wieder sehr, sehr Expertenwissen. Aber das wusste ich ja auch alles, aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Und ich nehme an, das lag wohl an diesen Treibern, ne? Dass sich da irgendwas in die Quere gekommen ist. Habe ich eineinhalb schon verplempert mit dem Scheiß. Ne? Aber jetzt läuft das alles. Das ist prima. Ne? Ja, ein geiler Monitor, den ich da drüben habe. Also fantastisch. Samsung, genau den gleichen, den ich oben auch habe. Also echt ein guter Monitor. Kann man echt nicht rummosern. Habe ich sonst noch irgendwas? Ja, USA-Urlaub. Da beginnt jetzt die Planungsphase bei mir. Im Dezember soll es wieder losgehen. Über Weihnachten bin ich wieder in Las Vegas. Vielleicht sogar über Neujahr. Ich muss mal gucken, wie ich das alles gebacken bekomme. Wie ich das geregelt bekomme. Und hier trinken wir ein bisschen Tritop Waldmeister, also auch wieder geil. Waldmeister ist eigentlich so mein Lieblingsgetränk. Ne? Also wenn ich mir da immer ein paar Flaschen hole, dann hole ich mir immer 2 Flaschen Waldmeister. Echt lecker. So, habe ich sonst noch was? Nee, habe ich nicht. Also ich bin hier hart am Rumbasteln und ich habe wieder Milliardenprojekte. Wobei ich natürlich auch von den Projekten, auch von den PC-Projekten, ey, die waren wieder super spannend. Habe ich wieder echt viel gelernt. Und ich hatte euch ja gefragt, ob ich das Ganze dokumentieren soll. Also da hättet ihr auch eine ganze Menge gelernt. Naja gut, jetzt bleibt das Wissen bei mir. Und ja, die Welt verdummt sozusagen so ein bisschen. Ja, ein paar Sachen wären da echt videowürdig gewesen. Weil da kommen wir doch auch mit diesen Profilen. Ne? Also das ist sowas von Ätzen, was da Windows teilweise fabriziert. Echt schlimm, ne? Und vor allen Dingen mein neuer Rechner. Also ich habe jetzt festgestellt, wie gesagt, umziehen von einem Rechner zum nächsten Rechner, das funktioniert, das geht zwar schon, aber
wenn man ein System hat, was man 15 Jahre lang nicht neu aufsetzt und dann auf quasi auf den neuesten Stand 2023 bringt. Also da kommt schon ein bisschen was durcheinander, insbesondere weil die Komplexität meines Systems oben echt enorm ist. Ne? Deswegen auch die ganzen DIN A4-Seiten und die Milliarden Screenshots, die ich da gemacht habe. Ne? Ja, ich will den platt machen, ich will den komplett neu aufsetzen und deshalb, dann habe ich auch ein ganz frisches, sauberes System. Ne? So wie ich das mit meinem Zweitrechner in meinem Bastelraum gemacht habe. Also jetzt habe ich da meine Bastelecke auch noch mit Internetzugang, mit einem 24-Zoll-Monitor vom Allerfeinsten. Das heißt also jetzt beim Basteln kann ich dann nochmal schnell im Internet nachschlagen, was ich sonst immer mit dem Smartphone gemacht habe oder mit meinem Laptop aufklappen, starten, mal schnell gucken. So ist das einfach, Knopf drücken und dann Feuer frei. Also das ist echt geil, ne? Bin ich echt begeistert. Und mein Hauptrechner oben ist natürlich auch cool, aber wie gesagt, da hat sich ein bisschen was zerbröselt, das kriege ich einfach nicht hin. Ne? Und gerade bei den Anwendungen, die ich wirklich häufig nutze, und die für mich super wichtig sind. Na, ärgerlich. Aber so ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht, nach 15 oder 17 Jahren einmal eine neue frische Installation raufzunageln. So, beenden wir den Smalltalk-Part, meine lieben Freunde. Schnader, schnader. Ich habe wieder ein paar Kommentare bekommen. Einige Leute, das ist auch lustig, das ist also jetzt mal so unter uns. Na. Also einige Leute schneiden das einfach nicht. Also dieser Channel ist ja seit 10 Jahren identisch. Also hier, wir machen immer ein bisschen Smalltalk, wir reden über dieses und jenes und dann kommen wir nachher auch in den Details zu den einzelnen Sachen, die ich euch hier so vorstelle. Also Infotainment. Und einige Leute raffen das einfach nicht. Ne? Die sitzen mit ADHS vom Monitor und wenn da in einer Minute nicht die Information kommt, die sie am liebsten hören wollen. Aber selbst wenn ich diese Information in einer Minute präsentieren würde, würden sie es auch nicht begreifen, weil sie einfach blöd sind. Von Leute, die sind strohdoof. Und das sieht man dann auch an den Kommentaren. Also da haben mich wieder einige Kommentare erreicht. Also jetzt locke ich wohl mittlerweile auch durch einen Teil meiner Videos auch so wirklich die jungen Leute, also die Pissbeutelschwinger. Die Pissbeutelschwinger, ne? Haben drei Haare am Sack und denken, sie sind nette Kinder. Also wirklich unglaublich, ne? Kriegen nichts auf die Reihe im Leben, aber den Decken machen in den Kommentarbereich. Ne? Also lustig, ne? Eieiei, also da denke ich auch, ey, die sollen mir mal irgendwann meine Rente bezahlen. Ne? Da muss ich auch schon bis 300 arbeiten. Für die Penner auch noch mit, ne? Also echt eine Katastrophe in diesem Land und der Jugend geht's echt den Bach runter. Ne? Ja, aber es sind vielleicht auch neue Abonnenten. Ich meine, das irrt mich dann natürlich. Ein paar Abonnenten sind wieder, also abonnentenseitig geht es wieder bergauf. Ich war nur bei 8 Abonnenten in einem Monat. Also das ist für mich ein Grund, das gucke ich mir 14 Tage an, dann schalte ich den Kanal ab. Das geht überhaupt nicht. Jetzt sind wir wieder so bei 25, 30 Abonnenten. Keine Ahnung. Also ein paar Kinder haben wahrscheinlich auch noch meinen Channel gefunden. Ne? Also ja, die Dummfick-Fraktion. Aber lass die Dummfick-Fraktion, wenn die denn abonnieren, ist das ja auch in Ordnung so. Dann ist das ja fein und deren hirnrissigen Kommentare lasse ich einfach nicht zu. Die werden gleich gelöscht. Oder ich antworte denen noch, schreibe denen, ey, du bist doch nicht ganz dick. Und dann lösche ich den ganzen Scheiß weg. Dann antworten die wieder zurück und werden dann noch beleidigender und dann wird der ganze Biss weggekickt. Da brauchen wir immer so ein bisschen kitzeln, dann rasten die komplett aus. Ne? Also voll gut. Macht manchmal schon ein bisschen Spaß. Macht schon mal ein bisschen Spaß, aber man kriegt schon ein bisschen Angst. Ne? Und denkt, Alter, was sind das für dumme Bratzen? Ne? Ja. So, meine lieben Freunde, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Videos. Und zwar geht es heute um die Firma Xsense, mal wieder. Die Firma Xsense, also ihr wisst es ja, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, kennt ihr die noch? Ja, das sind nicht die, die ich euch letztens vorgestellt habe. Die, ja klar, die sind auch vernetzbar untereinander und die kann man auch noch, also die ich euch das letzte Mal vorgestellt habe, sehen genauso aus. Absolut optisch, absolut identisch, also die hier oben an der Decke hängen. Die sind ja nun untereinander vernetzt, hier in der Bude und zusätzlich auch noch im Internet. Also wo ich auf dem Handy gucken kann, was ist mit den Teilen los. Und ich kann sie auch testen. Das mache ich jetzt mal. Hoffentlich ist es nicht zu laut. Nicht, dass ich, das ist nämlich, oh, das ist echt spät, aber ich mache es trotzdem mal. Ich gehe jetzt hier einfach mal rein und lasse den hier oben mal, mache ich mal einen Test. Nee, mach ich nicht. Die sind echt scheiße laut, die Dinger. Nee, mach ich nicht, wenn das Ding da wieder losgeht und rumpiept hier in der Bude, dann rufen die nachher die Feuerwehr, weil die denken, das brennt hier. Ne? Also, die sind hier alle miteinander vernetzt. Man muss sie nicht miteinander vernetzen, man kann sie auch alle einzeln laufen lassen. Aber jeder von diesen Rauchmeldern und auch meine Wassermelder, ihr wisst es ja, das letzte Mal habe ich euch die Wassermelder vorgestellt. Hier, diese Dinger, die sind auch geil. Ne? Also, alle Rauchmelder sind im Internet, diese ganzen, die drei Wassermelder sind im Internet, einer hinter der Waschmaschine.
und die anderen beiden in den beiden Badezimmern. Also ganz, ganz wunderbar. Und dann habe ich ja noch die Basisstation. Die habe ich quasi doppelt, ne? Aber die kostet auch nichts, wenn man die einzeln kauft. So, und dann hatte ich euch ja mal vorgestellt, dieses System hier. Und zwar die Wireless Interlinked Smoke Alarm Teile. Und zwar ist das Set, die XS01WR heißen die Teile. Seht ihr hier oben? Das sind 6 Stück drin. Und dann seht ihr das hier auch noch auf der Bedienungsanleitung. Da ist so ein Linkzeichen. Das ist auf dem Karton. Ja, hier ist es auch drauf. Ihr seht dieses Symbol Link. Link heißt ja verbinden. Das heißt also, man kann diese 2 von denen zu einem Netzwerk verbinden oder alle 6 zu einem Netzwerk oder man nimmt 3 von den Teilen. Hier 3 Stück und sagt, pass mal auf, im ersten Parterre 3 Stück installieren. Und die sind alle miteinander vernetzt. Das heißt also, wenn der losgeht, gehen die anderen beiden auch los. Also alle 3 machen Alarm dann sozusagen. Also unten Parterre ist dann Krieg. Die anderen 3 kann man auch miteinander verbinden und zum Beispiel im ersten Stock hinhängen. Denn ist auch Krieg. Also ihr wisst genau, wo es brennt sozusagen. Also solltet ihr schlafen, ihr werdet garantiert wach. Das ist ja der Sinn dieser Rauchmelder. Oder damit euch die Bude nicht absäuft. Naja, okay, das lassen wir mal weg, da mit den Wassermeldern, egal. Das ist ja der Sinn, bleiben wir jetzt mal bei den Rauchmeldern. Das ist ja der Sinn der Rauchmelder, ist ja ganz toll. Aber wenn man nicht im Haus ist, dann brennt einem die Bude ab, dann können die so lange piepen, wie sie wollen. Ja, wer will denn da die Feuerwehr rufen? Ja, spätestens die Nachbarn, wenn das Haus komplett in Flammen steht. Ne? Und sagen die, ey, irgendwas stimmt da nicht. Da kommt schwarzer Qualm aus dem Kamin und aus den Fenstern. Die Bude ist quasi schon runtergebrannt, ne? Also je früher man ein Feuer entdeckt und meldet, desto besser. Die machen natürlich Krach, die piepen und die sollen in erster Linie natürlich Menschen, die im Haus sind, zum Beispiel nachts, wenn es dunkel ist und alle pennen, sollen die einen wach machen, dass man die Bude verlassen kann. Das ist der Sinn des Ganzen. Ich habe ja auch noch einen Kohlenmonoxidmelder, der auch im Internet ist. 6 von diesen Rauchmeldern, die alle im Internet sind, meine Wassermelder, die alle im Internet sind. Aber diese Teile, die Interlink-Teile, das ist ja die ältere Generation, die XS01WR, die sind nicht im Internet. Also die hätte man installiert, die funktionieren ganz wunderbar, die passen auf. 10 Jahre sollen ja die Batterien halten. Ob sie 10 Jahre halten, kann ich euch in 10 Jahren sagen. Hier diese Batterien, die hier vorne drin sind, die sollen 10 Jahre halten. Ich schätze mal, die werden wohl mindestens 5 Jahre halten. Ob 10 Jahre, was der Hersteller sagt, müsste man mal abwarten. So, jetzt muss ich mal gucken hier, wenn das wieder zusammen. Ja, hier. So. Und die sind echt geil, die Teile. Die sind stylisch, die sind leicht. Man bekommt sie mit diesen Tesa-Stripes hier an die Decke. Man muss sie nicht verdübeln. Überhaupt gar kein Problem. Hält alles wunderbar. Und sie sind cool. Also man kann da mehrere Geräte miteinander vernetzen. Man kann alle 6 miteinander vernetzen. Hier alle 6, die hier drin sind, kann man komplett zu einem Netzwerk verbauen. Geht einer los, gehen alle 6 los. Natürlich auch toll. Im zweiten Stock brennt es und unten wird man alarmiert, weil in dem Zimmer, zum Beispiel wo man schläft oder im Schlafzimmer, geht der Melder auch los. Ne? Gut, da muss man bloß gucken, wo brennt es denn? Welcher hat denn jetzt ausgelöst? Und das sieht man dann an der blinkenden, der Auslösende, der blinkt dann auch noch zusätzlich. Ne? Muss man hingehen, ob es irgendwo brennt. Wird dann wohl irgendwo brennen, weil die gehen dann nun nicht von alleine los. Ich hatte auch noch keinen einzigen Fehlalarm. Ich habe sie natürlich mal getestet, indem ich die mit meiner Dampfmaschine mal anblas. Das habe ich schon mal ausprobiert. Funktioniert einwandfrei. Also glaubt es mir. Übrigens, das hier ist noch die alte Sprotte hier von der Lasergravur, ist gar nichts mehr zu sehen. Ihr seht, die Sachen, die werden hier Milliarden Jahre alt. Die Sachen, die ich hier benutze, werden Milliarden Jahre alt. Eigentlich fast alles, was ich hier benutze, wird Milliarden Jahre alt. Es will nichts bei mir kaputt gehen. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Behandle ich die Sachen mit viel Liebe, bekomme ich von diesen Dingen auch wieder viel Liebe zurück. In Form einer unglaublichen Standzeit. Ja, also kommen wir wieder zurück. Die Liebe ist die Lösung für alles. Ne? Wir wissen es. Ne? Also die Abonnenten wissen es. Ne? Und der Perle weiß es. Ne? Die Gäste wissen es nicht. Und die 95% der Gäste, die auf meinem Channel noch rumlungern und hin und wieder mal durchdrehen. Also diese Teile, das ist ja hier die alte Technik. Und ich habe ja hier oben die Teile, die auch noch zusätzlich interlinken, wenn man es denn möchte.
also miteinander gekoppelt sind. Wenn einer losgeht, gehen die gekoppelten Teile auch alle los. Und der Auslösende meldet auch noch auf mein Smartphone ins Internet per Push-Nachricht, dass er ausgelöst hat. Das können die natürlich nicht. Die können nur Krach machen. Und also, wenn man sie einzeln betreibt und hinhängt, dann macht nur der Einzelne, der ausgelöst hat, Lärm. Wenn man sie miteinander vernetzt, 500 Meter, über 500 Meter geht das, wenn man die einzeln miteinander vernetzt, dann gehen sie alle los. Ne? Da, also der eine löst aus und sagt den anderen, mach auch Alarm. Mir können die nicht. Das ist natürlich soweit schon mal ganz gut, aber nicht mehr ganz zeitgemäß. Ne? Also sie sind nicht wirklich smart. Ne? Das einzige Smarte an den Geräten ist eben, dass sie miteinander verbunden sind. Aber soll man das smart nennen? Nee, ist nicht smart. Also der sagt, pass mal auf, ich habe hier was detektiert und du machst auch Krach und die anderen machen auch alle Krach. Ist nicht smart, aber schon so ein bisschen smart vielleicht. So. Aber smart werden sie eigentlich, wenn sie ins Internet gehen und mein Handy losbimmelt. Zusätzlich noch, wenn ich unterwegs bin. So nach dem Motto, oh, da stimmt irgendwas nicht. Da hat irgendwas angeschlagen. Ne? Schnell mal auf die Kameras gucken, was da los ist. Soll ich vielleicht mal die Feuerwehr rufen? Achtung, da und da. In der Bude brennt's wahrscheinlich. Fahr da bitte mal hin. Ne? So, um diese nicht ganz so smarten alten Melder, die XS01WR, aber auch alle anderen von Xsense, um die jetzt smart zu machen, hat sich Xsense eine Lösung ausgedacht. Die finde ich sowas von pfiffig und geil. Wir wissen ja, ich habe eine Basisstation. Womit ich... Wo ist die Basisstation? Hier ist irgendwo die Basisstation. Ich habe sie irgendwo verpackt. Augenblick, ich habe zwei davon. Hier, wir brauchen eine Basisstation. Das ist die SBS 50. So, diese Melder kann ich nicht mit der SBS 50 verbinden. Die identischen Melder mit dem M am Ende. Und zwar sind das die SX01M. Die habe ich nämlich hier oben. Und das hier sind ja die SX01... WR. Ja. Also die M-Modelle. Also alle neuen Sachen von Xsense. Die sind jetzt alle super smart und lassen sich mit dieser Basisstation verheiraten. Da kann man 50 Melder kann man da einbuchen. So. Diese Basisstation kostet nichts. Die wird mit dem Router verbunden. Lass mal überlegen. Ja, genau. Sie wird mit dem Router verbunden und die einzelnen Rauchmelder, Wassermelder, also hier diese Sachen, die werden alle hier mit dieser Basisstation verbunden. Sie funktionieren alleine für sich, funktionieren die Melder ja. Und zusätzlich eben haben sie über die Basisstation eine Push-Nachricht in die Welt, beziehungsweise an den Perle. Ne? So, halten wir fest. Diese Sachen sind nicht wirklich smart, weil sie nur untereinander connecten können. Per Funk. Also nicht WLAN, per Funk. Gut, ist schon mal ganz geil. Wie kann ich das jetzt hinkriegen, dass die smart werden? Da hat sich Xsense was Geiles ausgedacht. Es gibt da drei Sets. Und zwar gibt es diese, das hier nennt sich Smart Smoke and CO Alarm Listener. Die haben Listener rausgebracht. Die Listener kann man mit dieser Box verbinden, per Funk. Die sind per WLAN irgendwie mit dieser Box verbunden. Oder ich weiß nicht, ob das WLAN ist, keine Ahnung. Wenn das WLAN wäre, dann wären die Batterien auch schnell leer. Ne? Keine Ahnung, was für ein Funkformat die da benutzen. Jedenfalls irgendein Funkformat, was wenig Strom verbraucht. Das ist ja doch WLAN. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls diese Dinger, die Smart Smoke MCO Alarm Listener, die werden mit diesem Kasten hier verbunden. So, jetzt sind die smart. Das sind smarte Geräte. Und ein Listener hat hier ein kleines Loch. Und da, listen steht für hören, lauschen. Und hier lauscht er. Wenn jetzt dieser Melder losgeht, wenn man den jetzt an der Decke hängen hat, puff, hängt man diesen Listener, natürlich mit dem Mikrofon, in Richtung des Rauchmelders, circa in diesem Abstand direkt daneben. Und sobald hier ein Alarm losgeht, hört er das und meldet das der Basisstation. Und die Basisstation sagt meinem Handy Bescheid. Achtung, Rauchalarm ausgelöst. Bei einem Melder, der nicht intelligent ist. Jetzt komm nicht auf die Idee und sagt, ich könnte mir ja so einen Listener holen. Ich hab von Xsense nicht die Rauchmelder und CO-Melder.
die alten. Ich habe von irgendeiner anderen Firma, dann benutze ich das doch einfach. Nee, so einfach ist es nicht. Also diese Teile erkennen, dass das, ich weiß nicht, wahrscheinlich am Ton irgendwie. Die piepen wahrscheinlich alle in irgendeiner ganz speziellen Frequenz. Und daran, also diese Frequenz wird von dem hier erkannt. Also wenn ihr andere Rauchmelder von einer anderen Firma habt, dann funktioniert das nicht. Das funktioniert nur mit X-Sense-Produkten. Aber da kann man mal sehen, wie clever die sind. Da gab es wahrscheinlich schon jede Menge Beschwerden oder Anfragen von Kunden und sagten, ich habe hier 6 Rauchmelder in meiner Bude. Sie sind miteinander alle verbunden oder im Teil. Zwei Dreier in jedem Stockwerk sind drei oder in einem Stockwerk sind welche verbunden, und im nächsten Stockwerk sind welche verbunden. Das heißt also, wenn in dem Stockwerk ein Alarm losgeht, dann bimmeln die Teile überall, die in dem Stockwerk verbaut sind, oder eben alle gleichzeitig. Das kann man sich ja frei aussuchen. Wie kriege ich die ins Internet? Und das war wahrscheinlich Idee genug für die Firma Xsens, einen Listener zu bauen, der eben die alten Geräte. Und die sind echt begehrt und beliebt. Das kann ich mir gut vorstellen, weil die sind echt geil, die Teile, ne? Wo man die alten Dinger quasi smart machen kann. Man muss dadurch, dass man natürlich, das muss ich jetzt noch dazu sagen, dass dadurch, dass man die natürlich miteinander also verbindet, dass man zum Beispiel in einem Stockwerk 3 Stück laufen hat, muss man ja nicht einen Listener neben jeden einzelnen Rauchmelder hinhängen, könnte man. Na, dann hat man hier seinen Rauchmelder, dann hängt man einen Listener hin. Und bei jedem Rauchmelder noch einen Listener. Macht aber keinen Sinn, weil wenn die 3 miteinander verbunden sind hier, oder alle 6 sind miteinander verbunden, reicht ein einziger aus, ein einziger Listener würde ausreichen, um die Alarmdetektion ins Internet zu bringen. Okay, dann hätte man das natürlich nicht so detailliert wie bei denen hier, wo denn, wenn der hier oben losgeht, das M-Modell, mein XS01M, wenn der losgeht, kriege ich auf meinem Smartphone, Achtung, Perle, bei dir im Zimmer ist ein Rauchmelder losgegangen. Oder im Langzimmer ist ein Rauchmelder losgegangen. Oder im Flur ist ein Rauchmelder losgegangen. Oder unten ist ein Rauchmelder losgegangen. Diese Information bekomme ich natürlich. Wenn ihr das genauso haben wollt, dann müsstet ihr neben jedem, das macht keinen Sinn in meinen Augen, neben jeden Rauchmelder einen so einen Listener hinhängen. Also, das wäre dann doch ein bisschen zu viel des Guten, ne? Deswegen. Der Vorteil ist ja, man vernetzt die Teile und ich würde sagen, ein Listener pro Stockwerk. Also so würde ich es machen. Nimmt einfach 3 von diesen Rauchmeldern, die vernetzt ihr miteinander, dass die untereinander sprechen und verteilt die in einem Stockwerk unten. Und an einer Stelle, wo es nicht so auffällig ist, da hängt ihr den Listener dann daneben. Das heißt also, wenn Parterre zum Beispiel einer losgeht, dann würden ja alle 3, um bei dem Beispiel zu bleiben, alle 3 würden dann lospiepen. Das heißt also auch, wenn der jetzt in der Stube auslöst, löst er den zum Beispiel in der Küche auch aus oder im Flur. Und da hängt der Listener daneben. Also kriegt er eine Push-Nachricht, so nach dem Motto im Erdgeschoss, haben die Rauchmelder ausgelöst. Das reicht ja schon aus. Und das gleiche macht er zum Beispiel mit dem zweiten Listener im ersten Stockwerk. Weil die sind klein, die Teile, ne? Also echt eine clevere Lösung. Worauf man da aber achten muss, ist Folgendes. Also echt eine clevere Lösung, um nicht smarte Geräte smart zu machen, ohne sie wegschmeißen zu müssen. Weil die Dinge halten ja 10 Jahre, das weiß Xsens ja auch. 10 Jahre hält die Batterie da drin. Und nach 10 Jahren, glaube ich, sollten die auch ausgetauscht werden. Und gut, wenn man sie 1 Jahr länger hängen lässt, ist das ja wahrscheinlich auch nicht so tragisch, ne? Wenn man sie 11 Jahre oder 12 Jahre benutzt, ne? Aber so, das ist so der Dreh. 10 Jahre halten die Teile. Das ist natürlich schon mal ein Riesenvorteil, ne? Und so, die jetzt wegzuschmeißen, macht keinen Sinn irgendwie, sondern man kann sie nachrüsten mit diesen Listenern. Und das finde ich echt cool. Weil das ist ja jetzt so der Trend. Heute wird ja alles. Und das ist auch geil. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Das ist echt eine coole Nummer. Wenn ich jetzt hier reingehe, oder Xsens und habe hier meine ganzen Melder. Das ist echt cool, ne? Ich weiß genau, was mit den Meldern losgeht. Ich habe bei jedem Melder mal. Ich mache es jetzt hier trotzdem mal. Rauchmelder, warte mal. Genau hier. So, Rauchmelder. Gerät testen. So, muss ich Gerät testen. Dauert's Moment. Dann geht er da oben gleich los. Gerät getestet. Ist aber auch laut, ey, scheiße. Gut, also man kann sie testen, habt ihr gesehen, ne? Über das Smartphone. Man muss nicht zu den Meldern hinrennen und dann die Testtaste drücken. Deswegen habe ich hier auch schon aufgeklebt, deswegen wundert ihr euch bestimmt, warum hier sind ja Aufkleber drauf. Aber er haut hier auch seitlich jede Menge Krach raus. Da muss ich nachher mal gucken, wie ich das möglichst leise mache. Ey, das ist hier echt schon spät, ne?
Nicht, dass ihr gleich jemand die Feuerwehr ruft. So, also, wie ich will euch das mal demonstrieren. Ich will euch jetzt mal zeigen, es gibt diese Dinger einzeln. Solltet ihr schon eine Basisstation haben, ihr habt schon ein paar moderne, aber ihr habt auch noch ein paar alte Geschichten. Und ihr braucht dazu einen Listener, um die alten Geschichten auch damit zu verbinden, mit der Basisstation. Also smart zu machen. Da braucht ihr ja nur eine von diesen Listenern zu holen. Und zwar, was kosten die denn? Ein Einerpack, also so ein Teil hier, mit Batterien natürlich, kostet 25,99 €. Ihr denkt im ersten Moment, oh, das ist aber teuer, ne? 25,99 €. Nee, da gibt's, kann ich euch mal zeigen, da gibt's einen Rabatt, 30% könnt ihr da abziehen. Ihr liegt bei, pro Listener liegt ihr bei 18,19 €. Das finde ich echt, echt sympathisch. 18,19 €, dann verbindet ihr das Ding und dann habt ihr eure alten Melder smart gemacht. Also wenn ihr zum Beispiel, so wie hier, 6 von den alten Dingern habt, und ihr habt in der ganzen Bude verteilt, die sind alle untereinander connected. Sie sind alle 6 miteinander connected. Braucht ihr nur einen von den Teilen. Und schon sind alle 6 sozusagen im Internet. Das ist natürlich eine coole Geschichte. Solltet ihr das so machen, dass ihr sagt, 3 möchte ich Parterre, 3 von diesen 6 sollen Parterre hängen. Und 3 sollen zum Beispiel im ersten Stock hängen. Also 3 macht ihr, interlinkt ihr und 3 im ersten Stock interlinkt ihr. Also das heißt, also wenn unten einer losgeht, gehen die anderen beiden los. Und wenn oben einer losgeht, gehen auch die anderen beiden los. Einzeln. Dann bräuchtet ihr natürlich 2 von den Teilen. Einen für unten und einen für oben. Deswegen habe ich mir hiervon, das nennt sich nämlich SAL 51, dieses Set. Deswegen habe ich mir 3 davon geholt. Hier sind 3 Stück drin. Ich kann es euch zeigen. Hier sind 3 Stück drin. Noch zeigen, kann ich euch nachher in der Ansicht zeigen. Also da sind wirklich 3 Stück drin. 3 von den Teilen, von den Listenern. Und dieses Dreierpack kostet 69,99 €. Denkt ihr, ui, 69,99 €, das ist aber teuer. Aber auch hier, minus 30%, da liegt ihr bei 48,99 € für 3 von diesen Listenern. Das ist, finde ich, okay. Kann man echt nicht rummosern. Das ist nicht teuer. Und dann gibt es natürlich noch, das finde ich eigentlich mit am interessantesten. Bloß ich brauche es nicht, weil ich habe schon 2 von diesen Basisstationen. Dann gibt es natürlich noch die ganze Geschichte Basisstation und ein Listener. So, dann habt ihr alles, was ihr braucht. Dann kriegt ihr eure 6 Dinger komplett ins Internet und ihr habt eine Basisstation und Ladegerät natürlich und USB-Kabel ist dann natürlich auch dabei. Dieses Set nennt sich SAL 11. Er besteht aus einer SBS 50, das ist diese Basisstation, und einem SAL 51, das ist dieser Listener. Natürlich mit Ladegerät und den ganzen clever Ratsch, der dazugehört. Kostet 36,99 € minus 30%. Liegt hier bei 25,89 €. Das heißt also, für 25,89 €, so ihr alle 6 miteinander verbindet, habt ihr diese 6 Dinger hier, die alten, smart gemacht. Das geht voll in Ordnung, wie ich finde. Ne? Das ist echt geil. Müsst ihr bloß eben gucken, wie ihr da vorgehen wollt. Müsst ihr euch dann überlegen, ne? Also ich würde sagen, wenn ihr nur diese 25,89 € ausgeben wollt hier, dieses Set mit einem Listener, dann müsst ihr diese 6 Teile alle miteinander verbinden. Das heißt, also wenn einer von den 6 losgeht, gehen alle 5 anderen auch los. So, und wenn das so ist, dann hängt ihr diesen Listener einfach irgendwo in einen Bereich eurer Wohnung, wo einer von diesen 6 Dingern hängt und wo es nicht so auffällt. An die Decke kleben. Aber da gibt es noch ein paar Sachen zu beachten, zeige ich euch nachher noch. Also ihr habt es gesehen, Dreierpack, ich wiederhole es nochmal, ein Dreierpack 48,99 €, immer diese 30% abziehen. Ein Einerpack, also nur dieses eine Gerät, das sind Batterien alles dabei, ne? Also das ist schon mal cool. 18,19 € ist nicht zu teuer. Und das spannende Set, solltet ihr keine Basisstation haben und ihr wollt eure alten Xsense-Geräte auch internetfähig machen, Basisstation mit einem so einem Listener, für 25,89 €. Also besser geht ja gar nicht. Daran merkt man, dass die Firma Xsense sich da wirklich Gedanken macht. Ne? Und das finde ich echt cool. Die können ja nun auch sagen, schmeiß den Kram weg und kauf dir dann, wenn du es smart haben willst, neu. Nee, sie haben einfach einen Zubehörartikel erfunden sozusagen, um die alten Geräte sozusagen auf eine neue Ebene zu hieven. Ne? Auf eine smarte Ebene. Gut, schauen wir uns mal an, was da so drin ist. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier mit den ganzen Kartons hier. Schauen wir uns mal an, was da so drin ist. Ja, oder allgemein, bevor wir uns das anschauen. Ich habe ja noch mal ein paar Notizen gemacht.
Also, die smarten Rauchmelder zum Beispiel, die nennen sich XS01M. Also alles, na nicht alles, wo ein M dahinter steht, da seid ihr schon sicher. Da braucht ihr natürlich dann, wie gesagt, sowas hier. Ne? Eine SPS50. Das ist der Rauchmelder. Der XC01M, das ist der Kohlenmonoxidmelder, der ist natürlich genauso smart. Dann gibt's noch den STH51, das ist ein intelligenter Thermostat. Da bin ich auch nochmal scharf drauf, den will ich mir wahrscheinlich auch holen. Intelligenter Thermostat und Hygrometer, also wo dann quasi die Raumtemperatur gemessen wird und auch Kurven gemacht werden von der Raumtemperatur. Und auch die Luftfeuchte wird gemessen. Und dann gibt's noch die SWS51, das sind die Wasserlecksensoren. Funktioniert also mit allen älteren X-Sense-Geräten, mit allen älteren nicht smarten X-Sense-Meldern. Und diese Rauchmelder, die gibt es ja mittlerweile in drei Generationen. Die erste Generation, das waren einzelne Rauchmelder, die hat man sich hingehängt, die funktionieren wie ganz normale Standard-Rauchmelder. Da war nichts schlau, dass die genau das gleiche sozusagen. Die haben einfach nur aufgepasst und dann haben sie losgepiept, wenn in dem Raum irgendwie Rauch war. Dann kam ja die zweite Generation, ist sie ja hier schon, mit der Link-Technologie, wo man die einzelnen Rauchmelder miteinander verheiraten kann. Wo man sagen kann, pass mal, wenn der losgeht, gehen alle, die verheiratet sind, auch los. Finde ich auch sinnig, ist auch total clever. Und dann gab es die dritte Generation, die habe ich ja jetzt hier aktuell installiert. Das ist dies mit dem M am Ende, die XS01M Rauchmelder zum Beispiel, die kann man interlinken und zusätzlich jeder einzelne ist mit der Basisstation verbunden. Das sind die neuesten Melder. Gut. Deswegen wird sich heute wahrscheinlich keiner mehr von der ersten Generation, die glaube ich, die gibt es schon gar nicht mehr, von der zweiten Generation, die gibt es wohl noch zu kaufen, wird sich wohl auch keiner kaufen, weil der Unterschied, der Preisunterschied ist fast nicht gegeben. Ne? Also wieso sollte man sich einen von der zweiten Generation kaufen, wenn man es fürs gleiche Geld schon den neuesten und modernsten bekommt. Aber es sind noch viele installiert auf der ganzen Welt, wo die Leute eben sagen, ich möchte die Dinger smart haben, was für Möglichkeiten gibt es da? Und das ist die Möglichkeit dieser Listener. So, was ist da drin? Meine lieben Freunde, ich würde mal sagen, wir schwenken mal auf die OP-Fläche und ich zeige euch mal den Inhalt dieses Kartons. Ich habe mir ja das Dreier-Set geholt. Da sind drei von den Geräten drin. Also erstmal ist da eine Bedienungsanleitung. Na klar, in 1000 verschiedenen Sprachen, natürlich auch in Deutsch. Mal gucken. Die Installation ist abgeschlossen. Hier in Deutsch, da steht noch alles drin, aber es ist sehr, sehr klein. Da musste ich schon meine Spezialbrille aufsetzen, um überhaupt zu schnallen, was da so alles bei ist und sowas. Ne? Also in 5 Sprachen. Viel muss man da ja auch nicht erklären an dem Teil. So, und dann ist da natürlich noch drin Dübelkram. Dann ist da noch drin hier der zweite. Dann ist da noch drin hier der dritte. Dann sind hier noch Batterien drin. Und ein Maßband. Warum Maßband? Zeige ich gleich was zu. Hier ist noch mehr Dübel. Und das alles in unserer Pappschachtel. Das ist natürlich schön, dass das nicht zu viel Müll ist. So. Ihr seht ja, alles die gleiche. Ne? Ich lasse einfach mal ein draußen. Also ich habe 3 Stück habe ich davon. Das heißt, also das ist wäre meine Anwendung. 3 normale Rauchmelder miteinander verbinden. Die kommen Parterre hin. 3 kommen in den ersten Stock. Als Beispiel jetzt. Dann brauche ich natürlich auch für Parterre ein Listener und für den ersten Stock ein Listener. Das ist der Plan. Und Batterien sind auch dabei. Und ihr seht schon, das sind ganz normale Batterien. Das ist schön. Dübel sind dabei. Zum Dübeln. Ihr braucht sie auch nicht dübeln. Die sind so leicht. Und die Rückseite ist glatt. Da könnt ihr einfach einen Tesa Stripe nehmen. Holt euch einen Tesa Stripe, den klebt ihr hier rauf, zieht ab, klebt an die Decke und wenn ihr es mal abziehen müsst, könnt ihr es abziehen und den Tesa Stripe kriegt ihr von der Decke wieder sauber runter, aber auch vom Gerät, ne, ohne dass da irgendwelche Rückstände bleiben. Diese Tesa Stripes, die sind echt genial. Ne? So, 3 Stück habe ich davon. Parterre ein und im ersten Stock zum Beispiel ein. Und dann habt ihr hier noch so eine Messpappe. Also, wenn ihr jetzt einen Rauchmelder habt und ihr wollt das Ding neben den Rauchmelder packen, hier sagen wir mal, hier ist der Rauchmelder und hier ist das Mikrofon. Seht ihr das? Hier ist das Mikrofon. Der Rauchmelder macht ja Krach. Der strahlt den Krach natürlich auch in alle Richtungen raus. Und er soll mit dem Mikrofon, seht ihr hier, mit dem Mikrofon zum Rauchmelder zeigen bei der Installation. So, und macht es nicht so. Dann setzt du dich dran und deswegen steht hier Do not install here. Das bedeutet also nicht in diesem Bereich, also nicht dichter. Also das ist der
der Minimalabstand, nicht dicht daran gehen, damit er den Lärm bei einer Auslösung auch mitbekommt. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert wunderbar, selbst mit dem abgeklebten Loch. So, und das ist der Bereich hier, dieser Bereich, den ihr hier seht, da steht Acceptable Distance Between the Listener and the Smoke oder CO Alarm. Also, ihr könnt ihn hier hinhängen, hier hinhängen, hier hinhängen. Wichtig ist immer, dass das Mikrofon immer in Richtung des Rauchmelders zeigt. Also diesen Bereich könnt ihr variieren. Zu dicht dran ist nicht gut und zu weit weg ist nachher auch nicht gut. Also ne, 15 cm Abstand, dann passt das dann schon. Also so ein Ding habt ihr hier auch nochmal dabei. Das ist eben wichtig. Bedienungsanleitung habe ich euch auch gezeigt. So, wie funktioniert das Ganze praktisch? Oder wie sieht das ganze Teil aus? Dieser Listener ist sehr, sehr simpel aufgebaut. Genau das gleiche Prinzip wie bei den Rauchmeldern ist es ja auch so. Bajonettverschluss. Man dreht einmal ein bisschen und dann fällt der Deckel ab. Und ihr seht schon, ich habe hier zwei Ladeakkus dran. Also mit Akkus kann man den auch natürlich auch betreiben. Batterien sollen halten, wenn ihr die beiliegenden Batterien benutzt, die hier irgendwo rumfliegen. Wo waren sie? Ja. Wenn ihr hier normale Batterien nehmt, die halten 2 Jahre. Aber ich bin ja kein Freund von Batterien, wenn sie es vermeiden lässt zumindest. Also hier haue ich jetzt einfach die Lader-Akkus rein. Ja, dann halten sie eben nur 1,5 Jahre, ist auch nicht so schlimm. Aber dann kann ich sie rausnehmen, gegen frisch geladene wieder austauschen. Spart Geld, ne, und schont die Umwelt. Ne. Finde ich ganz gut, dass da normale, keine Sonderbatterien drin sind. Hier sind zum Beispiel so eine Lithium-Batterien drin, so eine fetten hier. Aber die sollen nach 10 Jahre halten, ne. Das geht dann schon wieder klar. Ne? Das ist eigentlich für Fotoapparate. Kosten auch nicht die Welt. Aber wir wollen die Umwelt ja noch nicht mit Ansage versauen. So, warte mal. So zu. Gut. Also hier kommen normale Standardbatterien rein. Das ist schon mal cool. Und dann, damit man es nicht falsch schon hier raufsetzt, irgendwie, gibt es hier so einen kleinen, seht ihr hier so einen kleinen Nippel. Und dann müsst ihr nur gucken, wo der Nippel hin muss. Der kommt nämlich dahin. So. Und dreht ihr da einmal dran und dann ist die Sache erledigt. Und wenn das Ding an der Decke hängt, braucht ihr auch nur an dem Gerät drehen. Das bleibt ja an der Decke hängen. Zack, das bleibt an der Decke hängen. Könnt ihr dann rausnehmen, Batterien wechseln. Und dann geht ihr wieder bei. Und verriegelt das wieder und hängt das dann wieder an die Decke. So. Also, hier ist der Listener sozusagen, das Mikrofon. Von unten flach, schön. Also, das bedeutet, man kann das Ding wirklich mit Tesa Stripes an die Decke bringen, braucht keine Löcher bohren. Ihr könnt natürlich auch Löcher bohren. Dübel liegen und Schrauben liegen ja bei. Habe ich euch ja eben gerade gezeigt. Also wenn ihr unbedingt Löcher bohren wollt, könnt ihr da natürlich auch Löcher bohren. Ne? Würde ich aber nicht machen. Jo, das ist eigentlich alles. So, jetzt wollen wir erstmal diese beiden Teile miteinander verheiraten. Das war ja ganz einfach. Also, wir gehen einfach, drücken hier 4-mal drauf und den fügen wir dann mit durch einen Knopfdruck hinzu. So, 4-mal drauf drücken. 1, 2, 3, 4. So, und jetzt seht ihr, jetzt blinkt der. Und hier drücke ich dann nur 1-mal drauf. Das war falsch. 2-mal. Ja, 2-mal. So. Also, die haben sich jetzt beide verheiratet. Also, auf einen drückt ihr 1, 2, 3, 4, dann ist er sozusagen in so einer Art Empfangsmodus und auf den ihr hinzufügen wollt zu diesem Netzwerk, zu diesem Link-Netzwerk, 2-mal drücken. So war das. So, und wie teste ich das jetzt, ob sie auch beide funktionieren? Indem ich jetzt einfach Test drücke und gedrückt halt. So, dann wird der auch gleich lospiepen hier. Seht ihr? Gut, also, die sind jetzt beide miteinander verbunden. Löst der aus, sagt er dem, bitte auch mitbimmeln. Löst der aus, sagt er dem, bitte auch mitbimmeln. Sprich, egal wo der hängt, der kann 500 Meter entfernt sein. Hängen wir irgendwo, entweder bei dem hier oder bei dem hier, diesen Listener hin. Das können wir uns frei aussuchen. Und wenn ihr 6 von den Dingen habt, könnt ihr euch das auch frei aussuchen. Ihr braucht nur einen einzigen, weil derjenige, der auslöst, sagt den anderen ja Bescheid, weil sie im Netzwerk arbeiten. Also wenn ihr ein Netzwerk habt, braucht ihr nur einen einzigen Listener, weil es spielt keine Rolle, welcher auslöst und wie weit er wegsteht. Wie gesagt, der ist jetzt, sagen wir mal, 400 Meter entfernt, der löst aus.
Und aus 400 Meter Entfernung bekommt der das Signal nach der Auslösung, bitte auch Alarm ausgeben. Und das kriegt der Listener mit und der Listener meldet das wiederum meinem Handy. Jo. Gut, also die haben wir jetzt beide miteinander verbunden. Das ist ja noch, nur auch keine Wissenschaft. Egal welcher auslöst, der wird's hören und mir das melden. So. Also. Na, steht ihr? Entweder hänge ich den hier hin oder hier hin. Habt ihr 6 von den Dingern, kann ich mir das auch frei aussuchen. Bloß eben bei 6 von den Teilen. Weil wenn einer losgeht, macht er alle anderen 5 auch mit an. Egal, wo das Ding hängt. So, jetzt gehen wir mal wieder nach oben. So, ihr habt das Prinzip verstanden, ne? Nochmal. Die kann man alle in einem Link-Netzwerk betreiben, weil sie ja linkfähig sind. Also man kann sie, wir haben das jetzt bei den beiden hier gemacht. Die sind beide miteinander jetzt verheiratet hier, die beiden. Ich kann das jetzt aber auch mit allen 6 machen, wenn ich es dann will. Ne? Oder nur mit 3. Geht ja auch, dass ich noch einen dritten hinzufüge. So, jetzt müssen wir natürlich als nächstes, bevor es weitergeht, müssen wir natürlich jetzt erstmal unsere Basisstation mit unserem Router verbinden. Diese Basisstation, die habe ich jetzt hier vorne, da vorne stehen, hier in der Ecke. Normal steht sie unten im Flur, ich habe sie jetzt weggenommen, damit hier nicht alle Leute hier wach werden. Also diese Basisstation, die hängt bei mir hinten an meinem NAS-Server dran und da wird sie mit Strom versorgt über einen USB-Port. Davon habe ich ja 2 von diesen Dingern. Ich brauche das Teil eigentlich gar nicht. So. Wie bekomme ich jetzt, wenn ihr euch jetzt den Listener geholt habt mit der Basisstation, dieses Set, also das, ist natürlich die Frage, wie bekomme ich das Ding denn ins Netz? Ja, das ist quasi selbsterklärend, aber ich will es euch trotzdem nochmal zeigen. Das ist alles echt super simpel bei Xsens. Das ist eben das Schöne an dem System. Es ist im Grunde genommen alles ganz einfach. Ich möchte euch das jetzt aus dem Album, ich mache das jetzt nicht nochmal neu. Ich möchte, weil der müsste ich alles löschen, das will ich nicht. Ich zeige euch jetzt mal, wie man die Basisstation mit eurem Router verbindet, also ins heimische Netzwerk einbringt. So, das zeige ich euch aus dem alten Video. Also Film ab, ich bin gleich wieder da. Dauert nicht lange. Ihr ladet euch natürlich aus eurem Play Store die Xsens Software runter. Also gehen wir mal rein, das ist erstmal das allererste. So, da gebt ihr dann einfach Xsens ein. Und die zieht ihr euch runter. Xsens Home Security oder wie sich das nennt, Home Safety Experte von der Firma Xsens USA. So, und das lädt ihr euch runter und das starte ich jetzt mal. Zack. So, und dann habt ihr einmal die Geräte und die Räume. So, wir bleiben erstmal bei den Geräten. Jetzt wollen wir das Gerät hinzufügen. Strom draufgeben natürlich, klar, hier auf die Basisstation. Basisstation muss Strom haben, die haben ja sowieso Strom. Also, wir werden erstmal die Basis hinzufügen. Dazu klicken wir auf Plus oben rechts. Und was sehen wir hier? Hier sehen wir alle möglichen Sachen. Unter anderem auch der Wassermelder. Ne? Fügen Sie erstmal die Basisstation hinzu. Die nennt sich nämlich, guck mal, Basisstation, die SBS50 ist das nämlich. Die nennt sich hier SBS50. Dazu gehe ich auf Basisstation, suche mir die SBS50 aus. Und dann sagt er, ich soll unten den QR-Code scannen. Das mache ich auch mal. Von unten am Gerät ist ein QR-Code, habe ich jetzt gescannt. So, jetzt steht da Basisstation. Raum auswählen. So, dann wähle ich mal einen Raum aus. Basisstation Flur Router, den habe ich schon angelegt. Und sag weiter. So, jetzt steht hier, schalten Sie die Basisstation ein. Dann halten Sie die Taste an der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige gelb blinkt. Blinkt schon gelb, aber ich mache es trotzdem mal. Hier ist nämlich noch eine kleine Taste hier seitlich, hier hinten. Könnt ihr das sehen? Hier ist noch eine kleine Taste. Da drücke ich jetzt 5 Sekunden drauf. Wird nicht viel passieren. Hier ist Licht aus. Nee, blinkt. Okay. Gut, bis er blinkt. Also ich hätte gar nichts machen brauchen. Er blinkt ja sowieso. So, und dann sage ich okay, Vorgang bestätigen. Suche nach Bluetooth-Geräten in der Nähe. Dann müsst ihr sie gleich finden. Hat er auch. Suche mal mein WLAN aus. Gebe mein WLAN-Kennwort ein. Klicke auf Weiter. Klicke auf Bestätigen. Und nun bucht er sich ins WLAN hier ein.
Also nun verheiraten wir die Basisstation mit unserem Connecting Router. Connecting to Wi-Fi. Wi-Fi connected. Wi-Fi connected. So, dann ist er gleich fertig und dann leuchtet er hier blau. Verbinden des Gerätes mit dem Cloud-Server. Klar, ihr seht, er leuchtet blau und ist jetzt somit auch mit dem Cloud-Server verbunden. Gerät hinzugefügt. Bumm. So, und dann kann man hier noch, hier, wenn sie aktiviert kann, beim Alarm kann man über den Knopf hier hinten alle Teile ausschalten, stumm schalten. Ja, okay, brauchen wir nicht. So, und jetzt gehen wir nochmal in die Übersicht. Abschließen. Jetzt gehen wir in die Übersicht. Jetzt seht ihr, wir sind online mit der Basisstation. Wir sind online mit der Basisstation und dem CO2-Meld. Jetzt können wir natürlich in die Basisstation reingehen und gucken, was kann die so alles. Man kann den Namen natürlich verändern. Basisstation, lass das auf Basisstation. Raum habe ich verändert, den habe ich genannt Basisstation Flur Router, weil dieses Teil werde ich mit dem Router verbinden, mit meiner Fritzbox. Nur damit er Strom kriegt. Alarm verstummen. Das lassen wir mal so. Hier kann man das Netzwerk nochmal wählen, das WLAN-Netzwerk nochmal ändern. Geräteinformationen werden hier angezeigt. Firmware-Aktualisierung ist die aktuellste Version auf dem Gerät. Also falls es eine neue Firmware gibt, kann man die hier einspielen. Gerätefreigabe, da kann man dann zum Beispiel nochmal Geräte freigeben für andere Nutzer, dass zum Beispiel auch die Familie gucken kann, was zu Hause los ist und eben das Gerät entfernen. So, gehen wir wieder zurück. Ihr habt gesehen, es ist einfach Schritt für Schritt, das ist alles genau in der App beschrieben, in der Xsense-App, wie man das Ding hinzufügt. Also das ist quasi selbsterklärend. Also das Ding ist jetzt in eurem WLAN oder an eurem Router und steht einfach im Flur oder sonst wo. Ich zeige euch das mal. Da steht er, da liegt er jetzt. Seht ihr das? So, er leuchtet blau. Das bedeutet, er ist jetzt verbunden mit allen meinen Rauchmeldern, all meinen intelligenten Rauchmeldern, die ich hier habe. Ne? So, jetzt sagen wir mal, ihr habt die alten Rauchmelder. Ihr habt die ganze Bude, ihr habt die sechs Rauchmelder. Die alten Link-Rauchmelder miteinander alle verheiratet. Alle sechs sind miteinander gekoppelt, wenn ihr das dann wollt. Oder drei, dass ihr sagt, drei Stück im Parterre und drei Stück im ersten Stock. Könnt ihr euch aussuchen. Oder alle sechs, geht ja auch. So, und nun geht's darum, die lassen wir erstmal weg, die hängen ja bei euch dann wahrscheinlich an der Decke. Jetzt geht's darum, diesen Kasten hinzuzufügen zur Basis. So, dazu mache ich mal eine Bildschirmaufnahme. Wartet mal, ich gehe hier mal, lösche hier mal alles weg. So, ich mache jetzt mal eine Bildschirmaufnahme und zeige euch das. Bildschirmaufnahme läuft. So, das blende ich euch wieder hier ein. Also wir werden jetzt diesen Listener hinzufügen. Dazu brauchen wir noch nicht mal die Bedienungsanleitung gucken. Ihr müsst nur die Batterien reinsetzen, das ist immer das Wichtige. Klar, das Ding muss natürlich Strom haben. Also ihr setzt nur die Batterien rein. So, und startet eure App Xsense. So, jetzt seht ihr hier schon mal die ganzen Rauchmelder. Das sind ja diese ganzen dritte Generation Rauchmelder. Und meine Wassermelder und der ganze Kram. Ne? Seht ihr ja, Bad, erstes Geschoss, Waschmaschine, Bad, Untergeschoss, den CO-Melder habe ich noch. Das sind ja alle smarte Geräte, die ich hier am Laufen habe. Außer diese sechs. Die sind natürlich noch nicht so smart, aber sie werden gleich smart. Mit dem Listener. Also wir werden jetzt den Listener hinzufügen. Dazu drücken wir auf Plus. Und dann seht ihr hier schon die verschiedenen Geräte von Xsense. Also es ist echt unglaublich, was das wird immer mehr. Also die bauen da echt so einen Mikrokosmos zusammen. Und dann seht ihr hier Rauch- und CO-Tonsensor. Das ist nämlich der Rauch- und CO-Tonsensor. Durch dieses kleine Loch. Da wird wahrscheinlich Mikro oder irgend sowas dahinter sitzen. Also klicken wir darauf. Und dann wissen wir ja, SAL51 steht hier auch auf der Verpackung drauf. Seht ihr das hier in Rot? Gehe ich mal mit euch dichter ran. Dann seht ihr das. SAL51. Ja. Gut. Und dann gibt es nämlich noch den Rauch- und CO-Melder mit Sprachalarm. Den SAL100. Den gibt es noch gar nicht im Markt. Aber ich nehme an, der wird wohl in Kürze kommen. Ne? Finde ich auch spannend.
Ja, aber eben diesen Rauch- und Tonsensor fügen wir jetzt hinzu. Also klicken wir da jetzt rauf. Name, Alarm-Tonsensor und Standort. Jetzt simulieren wir mal Flur-Erdgeschoss. Seht ihr Flur-Erdgeschoss? Oder man könnte natürlich erst einen Stock nehmen, aber Flur-Erdgeschoss werden wir jetzt nehmen. Flur-Erdgeschoss ist der Standort. Wir werden den, also im Untergeschoss werden wir das Ding irgendwo montieren. Klicken dann auf Weiter. Und jetzt steht hier, entfernen Sie die hintere Abdeckung vom Gerät. Installieren Sie bitte die Batterien. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Okay, klicken auf Weiter. Die Taste schnell zweimal drücken, wenn die LED-Anzeige blau blinkt, auf Weiter. Ich drücke jetzt mal die Taste schnell zweimal. 1, 2. Und ihr seht, sie blinkt. Also kann ich jetzt auch auf Weiter machen. Sie blinkt so wie hier vorne im Display. Klicke ich jetzt auf Weiter. Ready to add a device. Device added. Ready to add a device. Also ich bin jetzt bereit, ein neues hinzuzufügen. Und dann sagt er ein paar Sekunden später, es ist hinzugefügt. Xans hilft Ihnen, Ihr Produkt zu verstehen, leiten Sie durch die Installation. Gehen Sie zur Installation und Einrichtung. Sammeln Sie die nötigen Blabla. Ihr seht schon Schraubendreher, was man dafür benötigt. Bohrmaschine, wenn ihr es verdübeln wollt. Okay, klicken wir weiter. So, und jetzt seht ihr nämlich schon diese Information. Suchen Sie einen Ort für die Montage der Hörerhalterung, also für das Teil, in einem Abstand von 5 bis 15 cm. Sprich, jetzt geht ihr runter in den Flur an einen von den Dingern, die schon überall bei euch verteilt sind, und installiert das Teil so, in, sagen wir mal, diesem Abstand mit dem Mikrofon, mit dem Loch hier vorne, zu dem Rauchmelder. Puff. Und da packt ihr das Ding daneben. Und das war's. So, hier steht, suchen Sie einen Montageort, blablabla, 10 bis 15 cm zum Rauch- oder Kohlenmonoxidmelder und achten Sie darauf, dass der Pfeil auf der Halterung in Richtung Ihres vorhandenen Melders zeigt. Das ist der Pfeil auf der Halterung. Was ist denn der Pfeil? Hier ist gar kein Pfeil. Gucken. Nö, hier ist kein Pfeil. Das ist der Pfeil auf der Halterung. Achso, Halterung. Hier unten. Also mal gucken. Ist da ein Pfeil? Da wird ein Pfeil sein, ne? Ja, das ist ein Pfeil. Das seht ihr hier. Seht ihr das? In den Kunststoff eingedrückt. Hier ist ein Pfeil, der nach da zeigt. Deswegen auch dieser Nippel, dass man den nicht verdreht installieren kann. Dass der immer die gleiche Position hat, ne? Logisch. Dass man ihn nicht um 180 Grad verdreht. Man kann ihn nur in einer Position den Deckel raufbringen. In Richtung des vorhandenen Melders zeigt. Klar, macht Sinn, ne? Also ihr macht den Deckel ab, guckt, wo ist der Pfeil, und da, wo der Pfeil ist, ist natürlich auch das Loch, logisch. Ne? Kommt das hin? Mal schauen. Ja, kommt hin. Ja, stimmt sogar. Pfeil in Richtung des Melders zeigt, also des Rauchmelders. Das folgende Meldes. Das Mikrofonloch des Hörers sollte zum Summer des Rauch- und CO-Melders zeigen, um beste Ergebnisse zu erzielen. Wie ist denn auch automatisch so? Hinweis. Halten Sie den Abstand zwischen Rauch- und CO-Meldern und Hörer nicht kleiner als 5 cm, nicht zu dicht rangehen. Deswegen ist ja hier dieses Maßband da. Was ich euch vorhin gezeigt habe. Wo ist das? Hier. Nicht kleiner. Diesen Abstand hier nicht unterschreiten. Und diesen Abstand könnt ihr nutzen. Also irgendwo dazwischen könnt ihr den Hörer sozusagen installieren. Und auch nicht mehr als 15 cm. Also klicken wir auf Weiter. So, jetzt steht hier, malen Sie sich das an, hauen die Dübel rein. Ich würde es mit Tesa Stripes machen. Ganz easy going, hält Bombe das Zeug. Ne? Setzen die Dübel ein, verschrauben Sie das, schrauben, drehen das Ding rauf. Und der Sensor befindet sich ein kleines Loch. Kleine Loch, das ist das hier, das ist nämlich hier das Mikrofon, was nachher zum Rauchmelder zeigt. Zack. Test Countdown. So. Ihr habt gesehen, jetzt steht hier Alarmsignale empfangen. Wenn Ihr Gerät ein kombinierter Rauch- und CO-Melder ist, können beide Alarmsignale vom Alarm-Tonsensor empfangen werden. Ihr seht, Rauchmelder ausgelöst. Test war erfolgreich.
Also ihr könnt das dann auch testen. Ne? Jetzt ist natürlich hier bei mir, ich habe das laute Loch auch zugeklebt. Er ist normalerweise, der ist natürlich deutlich lauter, ne? Da fallen euch die Ohren ab, ne? Ihr Hörer wurde installiert. Nun empfängt der Hörer Ihren Rauch- und CO-Melder. Installation beendet. So, das war's. Mehr ist es nicht. Also, ihr habt euren Rauchmelder an der Decke. Das Ding packt ihr mit dem Mikrofon daneben und führt hier noch einen Test durch, ob das auch wirklich funktioniert. Und sollte einer von den Meldern unten losgehen, gehen ja alle drei los als Beispiel jetzt, und der wird dann auslösen und ihr bekommt eine Push-Nachricht auf euer Handy. So, jetzt schließen wir das hier mal ab. Und jetzt seht ihr, jetzt haben wir hier noch zusätzlichen Melder, hier unten, der Alarm-Tonsensor. So was, da kann man natürlich auch noch ein paar Sachen machen. Ne? Wie gesagt, dieser Alarmtonsensor, das ist das einzige Gerät, was jetzt quasi mit der Basisstation verbunden ist und quasi nur hört, ob ein Alarm ausgelöst wird. Ich würde mich hüten, jetzt hier einen Alarm auszulösen, aber glaubt ihr, dass das funktioniert? So, wenn ich jetzt auf den Alarmtonsensor gehe, da haben wir natürlich hier, wenn ich da jetzt raufklicke, dann habt ihr hier als Name Alarmtonsensor. Könnt ihr natürlich verändern den Namen. Standort Flur Erdgeschoss macht irgendwo Sinn, weil irgendwo im Flur Erdgeschoss wird das Ding dann installiert, neben einem von den Rauchmeldern, die alle miteinander vernetzt sind. Geht einer los, gehen unten alle los, als Beispiel jetzt, ne? Dann haben wir einen Signalempfangstest. Das, was ich eben gerade gemacht habe, könnt ihr das auch nochmal ausprobieren. 3 Minuten habt ihr denn dafür Zeit. Beende das jetzt mal. Haben wir ja gerade gemacht, es funktioniert. So, Signaltest ist beendet. Also ihr könnt jederzeit natürlich nochmal einen Test machen, dass ihr denn diesen Signalempfangstest macht und dann drückt ihr einfach auf den Rauchmelder, wo der hier daneben installiert ist, drückt ihr auf die Testtaste und dann guckt ihr, funktioniert das. So, es wird funktionieren, glaubt es mir. Dann habt ihr noch einen Alarmton der Basisstation. Das bedeutet natürlich, welcher Ton, wenn das Ding hier was hört, dass ein Rauchmelder oder CO-Melder, ein Kohlenmonoxidmelder losgegangen ist, die Basisstation entweder den Ton raushauen oder den oder den. Ich bleibe bei 2 und dann sage ich, die Lautstärke soll Max sein. So, also wenn der auslöst, macht auch die Basisstation noch zusätzlich Krach und ihr bekommt, egal wo ihr seid in der Welt, noch zusätzliche Push-Nachricht auf euer Handy. So, dann beenden wir das mal. Dann haben wir noch eine Benachrichtigung. Alles angehakt lassen, wie bei allen anderen Meldern auch. Kennen wir ja schon. Lasst das alle Offline-Benachrichtigung, schwache Batteriebenachrichtigung. Wenn hier zum Beispiel die Batterie ein bisschen schwach wird, dann wisst ihr immer Bescheid. Habe ich ja bei allen meinen Meldern. Sollte mal irgendwann bei den Meldern nach 10 Jahren oder nach 5 Jahren, ich glaube, die halten noch 5 Jahre, die Batterien. Bei denen hier ist es so, weil die wahrscheinlich nicht im WLAN funken oder wie auch immer oder bei der Basisstation funken, die halten 10 Jahre. Ne? Das ist wirklich verrückt. Also lasst das alles an. Dann habt ihr noch Geräteinformationen und Firmwareversion und Hilfe und Feedback und dann könnt ihr noch das Gerät entfernen. Und dann seht ihr hier vorne auch noch, wie voll ist die Batterie noch gut, wie ist das Netz zur Basisstation, ist hier natürlich alles perfekt. Ne? Klar, also die IKEA-Akkus sind frisch und die werden wahrscheinlich keine 2 Jahre halten. Also die werden nicht so lange halten wie Batterien, nehme ich mal an. Aber wenn die Dinger jetzt 1,5 Jahre halten, ist es auch okay. Und man wird ja auch rechtzeitig, bevor sie sterben, wird man ja rechtzeitig vorher informiert, dass die Batterien mal ausgetauscht werden müssen, beziehungsweise lad die Akkus mal wieder auf. Ne? Finde ich ganz sympathisch, dass man da ganz normale Batterien reinpacken kann. Aber die halten halt nicht ganz so lange wie bei diesen anderen Dingern hier. Bei denen hier, die identisch sind, 5 Jahre und hier sind 10 Jahre. Das ist also wirklich krank. Ne? Und das war's dann im Grunde genommen. Also damit haben wir unsere alten Melder hier, unsere alten Rauchmelder, die miteinander interlinkt sind sozusagen. Und einen von diesen Kisten alle smart gemacht. Geht einer los, gehen alle los, der hört das und meldet das beim Handy. Und ich, egal wo ich bin, wenn ich einkaufen bin, dann weiß ich genau, aha, ein Rauchmelder hat angeschlagen oder ein Kohlenmonoxidmelder hat angeschlagen. Ein Wassermelder wird wahrscheinlich nicht anschlagen, weil Wassermelder in der alten Variante gibt es gar nicht. Also Wassermelder haben sie gleich hier diese Leckagedetektoren, das sind ja Smart Water Leak Sensor mit Basisstation. Die haben sie gleich von vornherein smart gemacht. Das finde ich echt sympathisch, dass man die Sachen, weil
dieses Set hat mal 150 Euro gekostet, 149 Euro, dass man die alten Sachen weiter benutzen kann. Ja. Mit einem einzigen von diesen Sensoren solltet ihr schon eine Basisstation haben. Ganz toll. Solltet ihr keine Basisstation haben, holt euch den Sensor hier, diesen, den Listener zusammen mit der Basisstation. Dann verheiratet ihr die beiden und dann habt ihr alle sechs von diesen alten, nicht smarten Rauchmeldern smart gemacht. Also wirklich eine ganz, ganz clevere, coole Geschichte, wie ich finde. Also wirklich ganz, ganz fantastisch. Und Batterien liegt alles bei, ne? Liegt alles bei. Also wirklich ganz, ganz toll. Ja, hat sich die Firma Xsense wieder was Gutes ausgedacht. Also finde ich echt sinnig. So braucht ihr euch. Wenn ihr jetzt die von der ersten Generation habt, also die man nicht miteinander verheiraten kann, die alle einzeln für sich arbeiten, die allererste Generation von Xsense, dann müsstet ihr neben jeden Einzelnen, wenn ihr da so Sechserpack habt oder sowas, neben jeden Einzelnen so einen hinhängen. Das würde ich sagen, das lohnt sich nicht. Das ist also, nee, das lohnt sich einfach nicht. Weil das der Aufwand, auch was die Dinger kosten, ist einfach zu teuer. Was kostet ein Dreier-Set? Lass mal gucken. Ihr bräuchtet ein Dreierpack für 49 Euro. Wenn ihr sechs von den Dingern habt, dann seid ihr schon 100 Euro los. Ja, dann könnt ihr euch die Dinger auch bald neu kaufen. Und dann braucht ihr auch noch die Basisstation. Ne? Nee, macht es nicht. Das wird sich nicht lohnen. Aber bei diesen miteinander vernetzen, würde ich alle sechs miteinander vernetzen und einen davon kaufen. Das reicht vollkommen aus. Na, oder zwei. Ich habe jetzt hier einen Dreierpack. Vielleicht braucht noch jemand von euch einen. Kann er geschenkt haben. Ich brauche nur zwei von den Teilen. Jo, also ganz toll. Ihr könnt natürlich auch immer so, wie ich es hier auch habe, immer zwei Stück nehmen. Ne? Geht ja auch. Und neben einen von den beiden könnt ihr dann einen hinhängen, nehmt wieder zwei, hängt den zweiten daneben und den dritten. Und so könnt ihr das Ganze auch noch ein bisschen eingrenzen, ne? Dass ihr dann sagt, was weiß ich, erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock oder irgendwie so. Ne? Oder Keller, erster Stock, Keller, Erdgeschoss und macht aber auch keinen Sinn, ne? Weil wenn im Erdgeschoss seid ihr mit zwei von den Rauchmeldern ein bisschen knapp dran. Dann müsstet ihr euch vielleicht noch welche nachkaufen. Das macht dann auch wieder keinen Sinn. Also wenn ihr so ein Sechserpack habt oder ihr habt euch schon die ganze Hütte ausgerüstet mit diesen Teilen, würde ich einnehmen. Holt euch ein und die Basisstation in diesem Set hier, solltet ihr keine Basisstation haben, wunderbar, ansonsten für 25 Euro 89, das geht. Na, also eine Basisstation mit einem von diesen Meldern. Reicht ja vollkommen aus. Und solltet ihr schon eine Basisstation haben, dann braucht ihr nur einen einzelnen Melder, der kostet 18,19. Also 18 Euro. Dann holt ihr für 18 Euro nochmal einen dazu und dann habt ihr eure alten Dinger, in Anführungszeichen halt, eure alten Teile, die alle verlinkt sind, im Netz. Ja, müsst ihr dann gucken, je nachdem, was ihr habt. Das weiß ich ja alles nicht. Ne? Aber eine clevere Lösung und finde ich auch sehr sympathisch. So könnt ihr ja auch sagen, pass auf, schmeißt die alten Sachen weg und kauf neu. Und das machen sie eben nicht. Die sagen, okay, die alten Sachen sind gut, die halten 10 Jahre, die Batterie da drin hält 10 Jahre. Sie haben eben nur den Nachteil, dass sie nicht so smart sind, dass man eine Push-Nachricht aufs Handy kriegt. Und das bekommt ihr dann jetzt mit einem von diesen Teilen, ja. Wenn ihr eine Basisstation habt. Habt ihr keine Basisstation, dann müsst ihr eben anstatt 18 Euro 25,89 bezahlen. Für einen davon und die Basisstation. Wunderbar. Bin echt begeistert. Die Sachen sind echt geil. Die Sachen sind echt super. Ich brauche auch nicht mehr, sonst habe ich das immer so gemacht, dass ich immer so bei den Teilen, dass ich bei einem gedrückt habe, gedrückt halte, und dann piepen ja alle los gleichzeitig. Zumindest alle im Flur, dann hört man das dann auch. Also ich brauche nicht jedes Mal von einem zum anderen rennen. Aber du musst ja trotzdem zu einem rennen und an die Decke. Und wenn die Decke noch ein bisschen höher ist, dann müsstest du dir noch eine Leiter holen, um an diesen Testknopf ranzukommen. Das habe ich bei diesen neuen modernen Systemen, also die dritte Generation, die alle mit der Basisstation verbunden sind, überhaupt nicht mehr. Also ich renne nicht mehr zu den Geräten und drücke den Testknopf, weil ich es nicht brauche. Dafür habe ich die App. Ich kann jedes einzelne Gerät, kann ich separat einen Test durchführen. Ne? Also einmal piepen lassen. Funktioniert er dann noch?
meine Wassermelder, genau das gleiche, die Wassermelder, den CO-Melder kann ich piepen lassen und. Also ganz, ganz wunderbar und alles über Smartphone mit der App, ne? Also echt toll, ne? Jo. Ja, ich merke schon, meine Begeisterung kennt keine Grenzen. Also war die richtige Entscheidung, damals sich diese Teile hier zu holen. Oder vielmehr die ganz neuen, die ich jetzt hier überall in der Bude installiert habe. Aber da war ich am Überlegen, was machst du jetzt mit den alten? Ich brauche sie eigentlich nicht. Aber sie sind so ja auch cool, aber eben nicht smart, ne? Und mit diesen Teilen macht man sie smart. Ja, diesen Teilen macht ihr sie smart. Und wenn ihr, es kommt immer darauf an, wie ihr das Ganze bei euch organisiert habt. 1, 2 würde ich sagen, ist in Ordnung, ne? 3, weiß ich nicht, geht auch schon an die Grenze. Aber 2 solche weißen Kästen an der Decke ist auch mal blöd, ne? Deswegen würde ich den immer irgendwie, den einen an euren konnektierten Teilen, würde ich immer mir eine Ecke suchen, die nicht so auffällig ist. Wo man es nicht so direkt sieht, ne? Also der wäre dann ja, warte mal. Ja, da ist es ja egal, wie der hängt. Hier ist es eben so mit dem Mikrofonloch. Ja, dass ihr den dann da direkt daneben hängt. In irgendeinem Bereich, wo es eben nicht so auffällt. Ne? Damit kann ich noch gut leben. Aber jeden 6 einzelne Rauchmelder mit 6 von den Dingern zu vernetzen, also das bringt es auch nicht. Ne? Das ist dann wieder doppelt gemoppelt. Dann kann man auch sagen, okay, lass sie so, wie sie sind. Und dann laufen sie eben autark im Netz sozusagen, im eigenen Netz. Ne? Ja, und einer sollte dann ausreichen. Gut, müsst ihr dann wissen. Habt ihr Basisstationen, braucht ihr nur einen dazu zu kaufen. Also habt ihr eine Mischbestückung, so wie hier jetzt auch. Ne? Die ganz modernen Geräte 3. Generation und die von der 2. Generation als Mischbestückung, könnt ihr das damit quasi nochmal optimieren und auf die Spitze treiben. Also echt toll. Und für kleines Geld, ne? Für ein so ein Ding 18 Euro. Okay, damit kann man leben. Da sind noch Batterien dabei. Wenn ihr die noch ausrechnet, dann seid ihr mit 15 Euro dabei. Und 2 Jahre Standzeit. 2 Jahre Standzeit. Macht man nicht viel falsch. Denke ich mal. Gut. Das war's mit diesem Video. Habe ich euch mal gezeigt. Und das wird euch gut gefallen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und es sieht ja so aus, als wären X-Sense immer mehr in dieses Universum reinbringt. Spannend ist eben, wie gesagt, dieser intelligente Thermostat. Da will ich mir wahrscheinlich mal einholen. Was kostet einer von diesen intelligenten Thermostaten? Um hier zum Beispiel in der Bude, jetzt für den nächsten Winter, mal aufzuzeichnen, wie das mit den Temperaturen aussieht. Ne? Das wäre natürlich ganz cool. Und auch mit der Luftfeuchtigkeit. Ne? Alter, den gibt's als 4er-Pack mit Basisstation für 54,99. Das ist ja verrückt. Auch bestimmt mit 30%, ne? Alter, jetzt drehe ich schon wieder durch. Aber warte mal. Ein Sensor. Das würde mir schon reichen, einer. Basisstation brauche ich ja nicht. Eine 16,99. Basisstation und 3 Stück 48. Und 4 Stück 54. Lass mal rechnen. Hey, je mehr du nimmst, desto günstiger wird das. Aber ich will nicht in jedem Zimmer die Temperaturen messen. Das würde mir einer ausreichen. Die kann man auch überall reinlegen. Zum Beispiel. Also wirklich verrückt. Ne? Das ist geil. Also den will ich mir wahrscheinlich auch noch holen. Aber den hole ich mal ein für 16,99. Das sollte drin sein. Genau. Hier. Kann ich nochmal einen Screenshot machen. Finde ich auch super spannend. Da habe ich auch sofort eine Anwendung für. Dass ich den dann hier hinpackt. Schön wäre natürlich auch, wenn ich den an der Heizung, dass das noch aufgezeichnet wird. Ne, das ist Quatsch. Hier einfach die Bude hängen, irgendwo. In irgendeine Ecke lege ich, irgendwo da oben hinlege, um immer rauszufinden, wie warm ist das hier oder wie kalt ist das hier. Und das ist doch ein bisschen schwierig mit meiner Kleidung. Ich kann euch mal meinen jetzigen Thermostaten zeigen, das. Und Luftfeuchtemesser. Also der ist echt ein Witz, ne? Geht mir voll auf den Sack. Geht mir voll auf den Sack, das Ding ist voll scheiße. Also das ist jetzt so mein aktueller Stand. Ne? Also hier ist die Temperature, warte mal, wo ist Temperature? Hier ist Temperature, hier Temperatur und hier ist die Luftfeuchte. Ne? Und die sind wahrscheinlich auch also mega ungenau. Ne? Deswegen so billig Scheiß. Ne? Habe ich glaube ich mal geschenkt. Habe ich mal geschenkt gekriegt. Ne? Wir haben jetzt hier 78% Luftfeuchte und 20 Grad.
ich glaube, es ist ein bisschen wärmer hier und weiß nicht, ob die Luftfeuchte so hoch ist. Ne? Keine Ahnung. Ich würde es dann wahrscheinlich mit dem neuen Teil rausfinden. Ne? Also das finde ich auch wieder super spannend. Ne? 16,99, das ist das nächste, was ich euch vorstellen werde. Gibt es auch als Kit. Ne? Als Kit mit einer Basisstation wieder. Aber das brauche ich nicht. Ich habe jetzt eine Basisstation reicht mir. Ne? Und als Kit mit vier Dingen gibt es das auch. Ne? Für 54,99. Finde ich was ein bisschen zu heftig. Kann man die auch draußen hinhängen? Das wäre natürlich auch mal, das wäre natürlich auch super interessant, ne? Das müsste ich mir nochmal die Spezifikation. Ah, hier sehe ich ganz äußerste Präzision. In der Schweiz hergestellter hochpräziser Sensor, der die Temperatur mit einer Genauigkeit von plus minus 0,2 Grad in einem Bereich von minus 20 bis 60 Grad misst und die Luftfeuchte mit plus minus 2% in einem Bereich von 0 bis 100% anzeigt. Weit verbreitet in Bereichen mit Gewächshäusern, Weinkellern, Zigaretten, Zigarrenkisten, Fäkalientanks. Deckt das gesamte Zuhause ab. Eine Übertragungsreichweite wie auch wieder 500 Meter, bla bla. Intelligente Warnmeldung. Intelligente Warnmeldung sendet Push-Nachrichten an Ihr Handy, sobald die Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit einen festgelegten Bereich überschreitet und der Alarm der Basisstation ertönt. Das ist ja interessant. Warnhinweis bei niedrigem Batteriestand, bla bla. Das ist also das Übliche, ne? Also das ist ja wohl das Nächste, was ich mir holen werde, ne? Ihr merkt schon. Also diese X-Sense-Sachen sind echt geil, ne? Vor allem die neuen jetzt, ne? Also die komplett vernetzen, die alle mit alle in die Basisstation. Ich habe ja noch ein bisschen Platz, ne? Also bis zu 50 Geräte kann man da ja einbuchen, ne? Und ich habe ja gesehen, wie peasy und wie easy das ist, ne? Also interessant wären natürlich auch zwei von den Dingern, ne? Müsste ich in jedem, jetzt muss ich mal überlegen, jetzt denke ich mal laut, ne? Müsste ich in jedem Raum so ein Ding, vielleicht da drüben noch in meinem Langzimmer, da heizt sich ja gar nicht im Winter. Das wäre natürlich auch interessant, um zu gucken, dass es da nicht zu kalt wird, ne? Weil ich hatte das letztes Jahr, da war Temperaturen 14 Grad, da fängt es nachher auch an, dass sich da, man muss ja auch ein bisschen aufpassen wegen Schimmelbildung, ne? Also heizt sich da drüben überhaupt nicht. Und da wäre das natürlich immer interessant, mal zu gucken, wenn das wirklich brachial kalt draußen ist, wie weit der Raum da runter sagt, sondern rechtzeitig gegensteuert und sagt, pass mal auf, gib mir einen Alarm bei 13 Grad Raumtemperatur, 13, 14 Grad Raumtemperatur, dass ich die Thermostate da mal ein bisschen öffne, dass da ein bisschen Wärme reinkommt. Ne? Das würde bedeuten, hier will ich einen haben, da drüben will ich einen haben. Lass uns mal überlegen, welche Räume wären noch interessant, vielleicht unten noch. Unten wäre auch noch interessant. Aber brauche ich nicht, da habe ich ein Thermometer, was sehr genau ist. Ich glaube, wir werden mal zwei von den Dingern holen. Aber wo liege ich denn da preislich? So, jetzt muss ich mal wieder gucken hier. Wo würde ich da preislich liegen? Hier waren ja die Kits wieder. 16,99 ein Sensor. Scheiße, dass die nicht zwei Sensoren haben, ne? Drei Sensoren, 47, aber wieder mit der Basisstation. Brauche ich nicht. Zum Kotzen, meine lieben Freunde. Ihr merkt schon, ich bin schon wieder heiß auf was Neues Geiles hier. Ne? Mal schauen hier. Ja, das ist natürlich auch gut. Ne? Wird die Basisstation erst mit Batterien betrieben? Natürlich nicht. Was steht hier denn? Vier sind zu viel. Und überall diese blöde Basisstation dabei. Schweizer Sensor. In industrieller Qualität. Ich glaube, das hole ich mir noch. Muss ich haben. Das ist schon cool. Und man könnte sich auch draußen einen hinhängen, ne? Bis minus 20 oder was war das? Was habe ich vorhin gelesen? Minus 20 bis plus 60. Ja, dann kann man den noch draußen hinhängen, ne? Natürlich nicht in Regen, ne? Aber zum Beispiel unter dem Carport. Weiß man immer, wie kalt das draußen ist, ne? Wo ich die 3. 1, 2, 3. Ja. Jetzt müsste ich natürlich gucken, wenn ich 3 brauche, 3 einzelne, das sind 17, ne? 34 sind 2. 44, 51, Wahnsinn.
54,99 Kirchhof 4. Ey, das ist ein Arschgeigen, ne? Aber dann habe ich wieder eine Basisstation, ne? Obwohl, die kann ich ja verschenken, ne? Die könnte ich dann ja im Zweifel verschenken, irgendwie. Egal, ich denke schon wieder laut. Ich denke mir da mal was aus. Vielleicht hole ich mir auch erstmal ein zum Testen, wie mir das gefällt. Aber ich kenne mich. Ich drehe da wieder durch. Weil das Schöne ist natürlich auch, dann werden ja auch die Temperaturen genau aufgezeichnet, ne? Da wird so richtig ein Graph gezeichnet, wie es rauf und runter geht in den Stunden. Ja, gut. Aber das ist nicht Thema dieses Videos. Das Thema dieses Videos waren diese Listener. Ja. Also von mir für diesen Listener echt von X-Sense. Ein Daumen rauf. Eine clevere Idee. Also ich find das von der Idee auch sehr, sehr sympathisch. Für die zweite Generation sehr gut geeignet. Für die erste Generation würde ich sagen, eher nicht. Das will ich nicht machen, weil das würde dann ja bei der ersten Generation, die noch nicht mal interlinkfähig sind, also untereinander linkfähig, dass man jeden Feuer, Rauchmelder so ein Ding hinhängen muss. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber dafür sind die auch nicht, wahrscheinlich auch nicht entwickelt worden. Die sind eher dafür da, die zweite Generation, die vernetzte Generation, mit einem so einem Ding an der Decke, für 6 Melder, dann passt das. Dann macht das auch Sinn. Jo. Alles andere kann man natürlich auch machen, aber irgendwann muss man sich auch fragen, macht Sinn? Ne? Ist es sinnvoll, das so zu machen? Ne? Dann würde ich die erste Generation eher abbauen und mir dafür die dritte Generation neu kaufen. So teuer sind die nämlich auch nicht. Fällt ja auch alles ein bisschen im Preis. Ne? Es gibt auch noch Dinge, die günstiger werden. Ne? Also auch diese Packs hier, dieses Dreierpack, das SAL 51er Dreierpack für 48, das habe ich ja hier, für 49 Euro geht. Finde ich nicht teuer. Einer Pack 18, 19 ist natürlich auch besonders cool, wenn man die spezielle Anwendung hat, hatte ich euch ja vorhin gesagt. Und dann eben die mit der Basisstation und dem Einlistener, das finde ich auch super interessant. Ne? Das ist natürlich geil, ne? Zusammen mit den Teilen. Ne? Seid ihr da echt mit 26 Euro dabei. Ne? Und dann habt ihr eure alten Rauchmelder, die an der Decke hängen, smart gemacht. Ne? Schon cool. Weil dieses Smarte, das hat was. Vor allen Dingen, wenn, sagen wir mal, ihr fahrt irgendwie einkaufen, nebenan zu Aldi oder sowas. Und dann passiert irgendwie was. Dann seid ihr immer informiert in live, was los ist. Dann könnte ich jetzt in meinem Fall, weil ich ja auch überall Kameras habe, könnte ich natürlich reingehen, gucken, was sagen die Kameras, ne? Was ist da los? Dann kann ich mir das angucken. Wenn die Kamera schon nicht mehr funktioniert, weiß ich, dann brennt's. Dann ist hier Holland in Not. Ne? Dann kann ich gleich die Feuerwehr rufen. Also finde ich auch ganz, ganz praktisch. Ne? Das ist wie mit Überwachungskameras. Wenn ihr dann eine Alarmdetektion bekommt, irgendjemand will einsteigen oder sowas oder ist eingestiegen, dann könnt ihr dann gleich sagen, pass mal auf, hier Polizei, fahr da mal hin, die brechen da gerade bei mir live ein. Ne? Habe ich gerade gesehen. Ne? Jo. Und hier eben bezüglich der Feuerwehr, dann die Feuerwehr anrufen. Oder wenn ihr Kohlenmonoxid-Alarm habt, dann müsst ihr sowieso die Feuerwehr anrufen. Beim Kohlenmonoxid-Alarm heißt es nichts wie weg, ne? Raus aus der Bude. Ne? Und der Rest macht, den Rest machen dann die Spezialisten. Ne? Weil Kohlenmonoxid ist tödlich. Also rennt da nicht in den Raum da, wo der Kohlenmonoxid-Alarm ist. Der liegt ihr dann neben dem Kohlenmonoxid-Alarm und seid tot. Ne? Das wollen wir ja auch nicht. Dafür ist es ja da. Man wird gewarnt und dann hat man alle Türen und alle Fenster aufzumachen, das könnte man vielleicht noch machen. Aus der Tür rausrennen und die Tür auflassen, dass Sauerstoff in die Bude reinkommt. Ne? Vielleicht noch die Therme irgendwie ausschalten oder deaktivieren. Ne? Wenn ihr da in die Nähe der Sicherung kommt oder wie auch immer. Ne? Beim Rausrennen. Die Sicherung rauskloppen und dann nichts wie weg. Ne? Jo. Also, sollte euch dieses Video gefallen haben, wieder viel schnatter Kram, Peller, wieder laut gedacht. mit diesem Thermometer und diesem Hydro, wie heißen die Teile? Intelligenzthermometer mit Hygrometer. Also mit Luftfeuchtemesser. Also da muss ich mich doch nochmal ein bisschen belesen. Das fand ich schon sehr interessant, was ich da gerade gelesen habe. Also interessanter als eigentlich angedacht. Ne? Also schon spannender. Und vor allen Dingen das Geile ist, dass dieses System, warte mal, habe ich das hier noch? Ja. Dass dieses System auch, gibt es da noch irgendwelche Bilder? Ja. Noch mehr Bilder. Ne? Gut, Bilder sehen manchmal auch ganz geil. Ne? Ja, hier kann man natürlich, jetzt, hier ist so ein Ding als Bild in so einer Zigarrenkiste. Ja klar, weil die dürfen ja auch nicht so viel Feuchtigkeit kriegen, dann gehen die Zigarren kaputt. Ne?
Kann man genau einstellen, ne? Rund um die Uhr. Ja, und hier sieht man auch die Grafen. Das ist ja auch geil. Über den Tag verteilt. Ich meine, das ist auch cool, ne? Das hier? Das gleiche, ne? Hier, das wird dann alles so aufgezeichnet. Kann man sich das dann auch über mehrere Tage wird das gespeichert? Ich weiß das nicht. Das wäre natürlich super, ne? Seht ihr das? Das finde ich auch geil. Dass ihr denn Temperaturkurve habt. Insbesondere nachts wäre das natürlich auch interessant. Wo liegen die Temperaturen nachts in der Bude? Gerade im Winter, ne? Um Heizkosten zu sparen, ne? Übrigens, Heizkosten kann ich auch noch was zu erzählen. Also erstmal, sollte euch das Video gefallen haben, lasst mir. Ja, sollte euch das Video gefallen haben, lasst mir ein Abo da und macht die Klingel an. Oder lasst es bleiben. Scheißegal. Gebt mir auf jeden Fall Daumen. Und vielleicht noch ein paar Kommentare. Vielleicht ein paar intelligente, vielleicht nicht ganz so riesige Kommentare. Also nicht, wenn ihr damit mit 8 Atü total besoffen vom PC sitzt. Bitte keinen Kommentar schreiben. Bitte keinen Kommentar schreiben. Schockt mich. Finde ich blöd. Was können wir machen, wenn wir wieder unseren Livestream haben? Dann könnt ihr euch wieder beschädeln. Dann habt ihr von mir die Erlaubnis, euch beschädeln zu dürfen. Ne? Ja, aber wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt habe ich eben den roten Faden verloren. Ich wollte gerade noch was erzählen. Jetzt, warte mal. Jetzt muss ich mal in mich gehen. Wo war ich denn gerade? Ich sagte. Ach so, ja, mit der Heizung. Genau, jetzt weiß ich wieder. Heizung. Ja, also zumindest die Abonnenten wissen es. Ich hatte ja vor, hier eine Wärmepumpe zu installieren. So, jetzt, im Februar war ja der normale Heizungsbauer hier, der hat mir eine Kostenvorschau für 12.000 oder 11.500 Euro für eine neue Gastherme, hat er mir 2 Tage später sogar, 2 Tage später zugeschickt. Ja, da bin ich schon mal auf Rücken gefallen. Ne? Vor 20 Jahren habe ich dafür bezahlt 2.800, ne? Kompletter Umbau. Aber jetzt ist das denn auch mit hydraulischer Abgleich und dann werden noch irgendwelche Schnodderabscheider werden installiert, irgendwelche Pumpen, weil diese neuen Brennwertgeräte, die machen ja auch Kondensgedöns und es muss auch wieder weggepumpt werden. Also, was ein Irrsinn. Da müssen irgendwie die ganze Wände durchlöchert werden, weil draußen muss ein Sensor werden, wegen der Heizkurve und all so ein Scheiß. Das wäre das Erste, was ich abschalte. Ich brauche keine Heizkurve. Ich stelle das immer so ein, wie es haben will, möglichst niedrig. Und wenn es zu kalt ist, dann drehe ich ein bisschen höher. Ne? Also muss dann nicht automatisch laufen. Das mache ich dann immer so nach Gusto. Ne? Da habe ich auch eine bessere Kontrolle. So, ja, wie gesagt, 11.500 Euro wollte er für den Scheiß haben. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich musste ja 15% Bio zuheizen. Das kann ich ja nicht. Also muss ich mir noch einen Ofen hinstellen für 6.000. Also die ticken ja alle nicht ganz richtig. Ne? So, und dann sagte er, sie brauchen sich auch keinen Ofen hinstellen, wenn sie irgendeinen Gaslieferanten finden, der 15% Öko-Kack damit drin hat. Vattenfall. Ja, aber Vattenfall ist ja auch ein Halsabschneider. Vattenfall, die gehen ja über Leichen. Ne? Also hat die letzte Krise ja sozusagen gezeigt. Vattenfall war ja einer der ganz großen, der die Leute da richtig abgezogen hat. Und ich will mich da auf keinen Fall abhängig machen von einem einzigen Anbieter. Allerdings, seht ihr hier, das Magazin der Stadtwerke Kiel hat mich hier erreicht. Krieg ich zugeschickt, einmal im Quartal. Und da habe ich so ein bisschen rumgeblättert. Eigentlich interessiert mich das ja nicht hier, die ganze in eigene Sache. Aber da sind ja manchmal doch ganz interessante Geschichten drin. Ja, Jugendkack hier, warte mal. Geothermie, Bioerdgas. Genau. Bioerdgas, Gas Natur 15. Das fand ich natürlich interessant. Die bieten das jetzt auch an. Aber richtig teuer, der Scheiß. Da kostet die Kilowattstunde Gas kostet dann anstatt 13 Cent oder 14 Cent, ne, warte mal, 13 Cent, 16 Cent. 3 oder 4 Cent mehr. Irgendwie so, ne? Bin ich dann gleich ins Internet gegangen. Ich denke, ey, super. Damit könnte ich mir die neue Therme zumindest bis Ende des Jahres noch installieren lassen. Also habe ich letzte Woche. Ja, okay. So, auch wie das Smalltalk jetzt, ne? Also, Gas fand ich schon mal scheiße. Ich wollte mich vom Vattenfall nicht abhängig machen. Und dann habe ich das erstmal liegen lassen. Habe ich gesagt, ich versuche jetzt irgendwie jemanden zu finden, der mir eine Wärmepumpe installieren kann. Da habe ich hier jemanden, ich nenne keine Namen. Da habe ich hier jemanden in Kiel, den fand ich ganz sympathisch. Da hat sich das angeguckt. Und da sagte ich, der ist vielleicht ganz pfiffig. Und der macht den ganz guten Eindruck. Den habe ich 3 E-Mails geschrieben. Den habe ich 4-mal angerufen. Und ich habe bis heute, der sollte mir eigentlich nur sagen, was das kostet. Der hat von 20. März bis zum heutigen Tag, bis August, hat er nicht geschafft,
die andere Firma hier, die Gastfirma hier in Kiel, die hat 2 Tage gebraucht. Na gut, er musste ja noch ein bisschen rechnen. Aber da hat er wahrscheinlich gar nichts gemacht. Jedenfalls hat er sich nicht gemeldet und der hat überhaupt nicht reagiert. Ich habe dann mal angerufen, ja, er hat viel zu tun. Und hier, sag, ist ja nicht so schlimm, dann warten wir eben noch 14 Tage, wenn er dann ein bisschen Zeit hat, ne, und Lust dafür. Ne. Er will ja auch Geld verdienen. Ich soll ihn ja auch bezahlen. Ne. Wärmepumpe, die fällt ja noch nicht vom Himmel, die kostet richtig Asche. Ne. Jedenfalls war er dazu nicht in der Lage. Ich habe den Typen letzte Woche angerufen, da habe ich gesagt, also sie haben jetzt fast, na, März darf ich nicht zählen, das ist ein halber Monat. April, Mai, Juni, Juli. 4,5 Monate hat er es nicht hingekriegt, mir ein Angebot zu machen. Da habe ich zu ihm gesagt, ich habe ihn angerufen, da habe ich gesagt, das finde ich, und ich habe ihn 3 oder 4 Mal per E-Mail angeschrieben, keine Antwort erhalten. Immer wenn ich ihn angerufen habe, dann war er zum Glück dran. Ja klar, wegrennen kann er da ja nicht. Er hätte vielleicht am Display gucken können, von wer ruft da gerade an, und er drückt dann irgendwie ablehnen oder sowas. Oder lässt mich einfach verhungern. Jedenfalls telefonisch habe ich ihn dann jedes Mal rangekriegt und dann waren da immer irgendwelche blöden Ausreden. Und ich habe dem jetzt letzte Woche gesagt, wissen Sie was, Sie haben kein Interesse dran. Sie sagten ja auch, Sie haben viel zu tun. Ist ja auch schön, da freut mich. Aber Sie hätten mir auch schon vor 4 Monaten sagen können, dass Sie keinen Bock auf diesen Auftrag haben. Ne? Das wäre wenigstens fair gewesen. Da läuft für mich nicht so viel Zeit weg. Weil ich dachte, der meint das ernst. Ne? Ich war massiv enttäuscht von dem. Da sage ich, das ist echt ein mieses Geschäftsgebaren. Da sage ich, also da zeichnet sich mir ein Unternehmer ohne Ehre. Ne? Ohne Ehre, anstatt gleich die Wahrheit zu sagen, traut er sich noch nicht mal die Wahrheit zu sagen. Sag ich, also ich habe da keinen Bock mehr drauf, selbst wenn Sie es mir jetzt morgen einen Kostenvoranschlag oder ein Angebot zusenden würden, ich würde es nicht ablehnen, sondern sofort zerreißen. Weil wenn ein Unternehmer so lange braucht, ja, wie lange braucht er denn, bis die Anlage nachher letztendlich betriebsbereit ist? Dann sage ich, bin ich ja tot, habe ich zu ihm auch telefonisch gesagt. Sag ich, da habe ich keinen Bock drauf, ne? Der wird ja noch vorher beerdigt, bevor der überhaupt fertig ist, der Kerl. Ne? Wenn alles bei dem so schnell geht, nachher sind Glückwunsch, stehen seine armen Kunden. Ne? Also ich habe gesagt, mein ganzen Kram, den ich ihm mitgegangen habe, soll er schreddern, kann er vergessen. Selbst wenn er mir die Anlage schenken würde, ich will sie nicht mehr haben. So, ich mach's anders. Also habe ich wieder bei den Heizungsmarken angerufen. Da habe ich gesagt, eventuell will ich dann doch die Gastherme haben. Weil mir läuft langsam auch ein bisschen die Zeit davon. Ne? Meine alte Gasanlage ist ja jetzt, sie ist ja 20 geworden, ist jetzt bald 20,5. Im März hat sie Geburtstag gehabt, sozusagen, 20-jähriges. So, und da habe ich den Heizungsmarker angerufen. Der Typ, der hier war, der war leider nicht da, aber sein Vertreter hin und her, mit dem habe ich gelabert, der war auch ein sympathischer Kerl. Und mit dem habe ich die ganze Zeit gelabert und sage, wissen Sie was, eigentlich will ich gar keine Gasheizung, ich will eigentlich eine Wärmepumpe, aber ich kann keine Wärmepumpe stellen, das Haus ist hier 6 Meter, ich müsste die Wärmepumpe irgendwie mit dem Hubschrauber ständig in der Luft halten, genau in der Mitte, damit ich diese 3-Meter-Regel hier in Schleswig-Holstein einhalte. Es gibt auch schon einige Bundesländer, wo das gekippt worden ist. Also er weiß auch um diese Problematik und dieses Sommertheater in Berlin und diese ganzen Wahnsinnigen in Berlin. Er sagte zu mir, wissen Sie was? Also ich fragte ihn, sage ich, es ist natürlich eine doofe Frage, einen Heizungsinstallateur zu fragen, ob er eine Gasheizung einbauen würde oder nicht. Ja klar will er das, der will damit Geld verdienen, logisch. Und dann sagte ich zu dem, das war jetzt einfach mal so ein Experiment, dann sagte ich zu ihm, jetzt lehnen Sie sich mal zurück, mal eine Minute lang und erzählen Sie, was Sie an meinen, ich habe denen meine Situation erklärt. Ich will gar keine Gasheizung, eigentlich will ich eine Wärmepumpe, aber das ist auch alles irgendwie nicht möglich und schwierig, was er denn jetzt an meiner Stelle machen würde. Und dann sagte er zu mir ganz ehrlich, sagte er, wissen Sie was, lassen Sie Ihre alte Gasheizung drin, reparieren Sie die noch, weil nächstes Jahr kann ich weder das eine noch das andere. Also 2024 kann ich keine Gasheizung, weil mit den 65% regenerativ, wie soll ich das machen, brauche ich eine Wärmepumpe. Da kann ich auch gleich eine Wärmepumpe stellen. Aber eine Wärmepumpe kann ich nicht stellen, weil das Haus zu schmal ist. Und hier drüben auf der gegenüberliegenden Straßenseite, die haben nochmal einen halben Meter weniger. Also der Heizungstyp sagte zu mir, wissen Sie was, das wird garantiert, Sie sind ja nicht der Einzige, das wird garantiert, weil die Leute ja immer, die Anlagen immer älter werden, das wird garantiert auch gesetzlich irgendwelche Sonderregelungen geben für Reihenhäuser, dass die und die Systeme installiert werden dürfen. Auch wenn eben zum Nachbarn nur 1,5 Meter eingehalten werden. Ist ja, anders ist es nicht machbar. Er sagt, es dreht sich ja nur darum, dass wenn die Wärmepumpe draußen läuft, dass das nicht direkt vom Schlafzimmer, 1 Meter vom Schlafzimmer des Nachbarn entfernt ist. Sag ich, nee, ich will sie ja vorne installieren, da ist das Klo vom Nachbarn. Das wird ihn garantiert nicht stören, das wird er wahrscheinlich auch gar nicht hören. Ja,
Aber jetzt ist es nicht erlaubt. Das heißt, also, wenn ich sie jetzt installieren würde und mein Nachbar ist pissig auf mich, dann könnte er mich ankacken und dann müsste ich die ganze Anlage wieder rückbauen. Also hätte ich gar keine Heizung mehr. Hätte ich Zehntausende, 20, 30.000 in Sand gesetzt. Ja, so ein Scheiße. Ne? Also er hat gesagt, Gastherme reparieren lassen. So es ja noch Ersatzteile gibt, sagt er, also ich habe ja in der Rheinland, sagt er, da ist die Ersatzteilversorgung eigentlich ganz gut. Sie garantieren 15 Jahre, bis die letzte Anlage da vom Band läuft, 15 Jahre Ersatzteilversorgung. Da bin ich ja wahrscheinlich auch schon drüber. Aber das ist egal. Er sagte, also Ersatzteile haben sie bisher noch keine großen Probleme gehabt. Also wird das wahrscheinlich auch die nächsten Jahre kein großes Ding sein, wenn da nicht irgend so ein super spezielles Teil in den Arsch geht. Sagt er, reparieren lassen. Oder eben, sie läuft noch, vielleicht ohne Reparatur noch ein paar Jährchen. Und eben jetzt die nächsten Monate, die nächsten ein, zwei Jahre einfach mal abwarten, was die Politik so sagt, weil 2024 werden die Karten neu gemischt und dann muss es irgendwelche Änderungen geben, auch für Leute, die ein Reihenhaus haben, weil Reihenhausbesitzer, so wie ich jetzt, Reihenhausbesitzer können keine Wärmepumpe stellen, das geht nicht. Da würde ich gegen Gesetz verstoßen und da muss es Regelung geben. Und die ersten Bundesländer haben schon Regelung, also zwei oder drei, glaube ich, haben schon Regelung, damit eben auch die Reihenhausbesitzer, wenn sie eine Wärmepumpe installieren wollen, sich eine Wärmepumpe installieren können. So, also lass sie den ganzen Scheiß weiterlaufen und versuch im Winter möglichst viel Energie zu sparen. Letztes Jahr habe ich nur 9, sonst habe ich immer so 14.000, 15.000 Kilowattstunden an Gas verbraucht. Hier fürs ganze Haus 15.000 Kilowattstunden und letztes Jahr durch meine Heizungsverstärker, ihr wisst es, ich habe die Heizungsverstärker gebaut, ich habe die Vorlauftemperatur massiv runtergeschraubt auf 4, sonst war das immer so bei 58 Grad, sagen wir mal so, auf 44 Grad runter und die Hütte, ich meine, hier oben war schon ein bisschen frisch, stellenweise. Ich wollte mal gucken, wie weit kannst du gehen. Ne? Ich habe nur 9.000 Kilowattstunden Gas verbraucht. Ne? Also von 15.000 auf 9.000 Kilowattstunden runtergerauscht. Ne? Das ist natürlich super. Ne? Also dann kann ich auch mit Gas erstmal noch weiterleben, wenn das auch dieses Jahr der Fall ist. Ich will mal gucken, wie weit man das auf die Spitze treiben kann. Ne? Wenn ich wieder 9.000 Kilowattstunden habe, dann ist das auch noch bezahlbar, in Anführungszeichen bezahlbar. Also sitze ich das jetzt aus und mache genau das, was der Gasheizungsbagger mir geraten hat. Aussitzen, gucken, die Gesetzgebung wird sich sicherlich verändern und immer mehr Leute kommen in die Bredouille, wechseln zu müssen nach 24 und immer mehr auch von den Reihenhausbesitzern werden dabei sein und die werden irgendwann Aufstand proben und werden sagen, ich darf das eine nicht, ich darf das andere nicht. Ja, wie denn nun? Was soll ich denn nur machen, ne? Und da wird natürlich auch Druck ein bisschen aufgebaut. Ne? Und das wird sich dann nachher in irgendwelchen gesetzlichen oder in irgendwelchen Regeln wird sich das, oder Regelveränderungen, wird das Ganze münden. Sagt er, diesen Plan würde er verfolgen. Und dann sagt er noch im Vertrauen, er hat eine Gastherme, die hat er vor 5 Jahren eingebaut bei sich. Oder die ist 5,5 Jahre alt, die fliegt dieses Jahr noch aus. Und dann sage ich auch, was installieren Sie sich? Ja klar, eine Wärmepumpe, der will sich auch eine Wärmepumpe installieren. Das ist ja nun auch eine alte Hütte, aber ich sagte, über meinen Gasverbrauch, ich habe da ja auch mit meinem Gasverbrauch, wir haben da ein bisschen gesprochen, über den Gasverbrauch ist es wirklich so, dass sich bei mir eine Wärmepumpe rentiert. Das kann sich nur rechnen. Ne? Also ganz, ganz wunderbar. Ne? Also so hoch ist der Verbrauch oder der Energiebedarf des Hauses auch nicht, wenn man es nicht übertreibt. Ne? Die letzten Jahre habe ich es immer kuschelig warm gehabt. Man muss ja auch nicht im Winter 25 Grad in der Bude haben. Ne? Also sommerliche Temperaturen. Ne? Also da reichten schon 20 oder 18 Grad ein. Im Laufe der Wochen und Monate, der Körper gewöhnt sich daran, ne? Also an kältere Temperaturen. Also 18 Grad fand ich gar nicht schlimm, wobei ich hatte hier in diesem Raum auch teilweise 16 Grad und ich habe dann hier auch die Heizung schon noch weiter runter gedreht, weil eben, wie gesagt, ich das komplett auf die Spitze treiben wollte. Aber wenn das zu arschkalt ist, dann macht das auch keinen Spaß, ne? Also wenn man da nur sitzt und friert, dann schockt das auch nicht, ne? Aber so mit meinem Heizungsverstärker, das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Also bin ich sehr, sehr zufrieden. Kann ich euch echt empfehlen. Und jedes Grad, was ihr runterdreht an der Vorlauftemperatur, spart euch Gas, ne? Und letztendlich auch Kohle, ne? Gut. Egal. Ich halte euch vielleicht da noch auf dem Laufenden. Ich glaube, dann wird es diesen Channel wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Wenn ich dann vielleicht nächstes Jahr loslege oder sowas. Also ich glaube, so lange will ich ja nicht mehr machen. Ich weiß das noch nicht. Bin hin und her gerissen, aber macht keinen Spaß mehr, ne? Wenn man so viel Arbeit reinsteckt in meine Videos. Und das interessiert keine Sau, ne? Also das schockt dann auch nicht irgendwie. Dann kann ich mich auch an meinen PC, an meinen neuen PC oben setzen und einfach ein bisschen rumzocken, ne? Kann ich das ja filmen bei
YouTube abkippen. Ne? Dann gucken sich das eben nur 40 Leute an. Mir doch scheiße. Mir doch scheißegal. Ne? Ja, also es ist echt ein Drama. Ne? YouTube hat sich echt zum Nachteil entwickelt. Ne? Ja klar, viele Leute hängen hier Disney Plus und was es alles gibt, diese ganzen Streaming-Dinger und verblöden da komplett. Ne? Und ich sehe es ja teilweise auch an den Kommentaren. Der Grad der Verblödung nimmt ja massiv zu. Und meine Videos, so, wo ich so Sachen erkläre und zeige, das ist ja gar nicht gewollt. Also da kommen die Leute ja gar nicht, auch mental kommen die da gar nicht mehr hinterher. Ne? Das ist alles viel zu kompliziert für die. Ne? Also die einfachsten Sachen, so Batterien reinlegen, zum Beispiel in so ein Gerät. Ne? Wenn ich hier zeigen würde, wie ich hier Batterien reinlege, sind die Leute total überfordert. Ne? Das würden die nie hinkriegen. Ne? Da müssen sie jemanden fragen, Nachbarn irgendwie, einen Älteren, ob der da die Batterien einlegen kann. Ne? Knopf gedrückt, zweimal drücken, blinkt nicht. Woran könnte das liegen? Ist das Gerät kaputt? Nee, Batterien vielleicht falsch schon mal reingelegt. Das fragen die einige Leute. Ne? Boah, ey. Und dann auch noch das Deutsch. Ne? Ich meine, mein Deutsch ist ja richtig scheiße. Ne? Also also vielleicht ist das auch alles importiert. Der kann ja auch sein. Ne? Vielleicht sind das alles so Importdeutsche. Also die haben ein Deutsch drauf. Das geht überhaupt nicht. Ne? Und dann machen sie da den Dicken. Ne? Also was für Affen. Ne? Vielleicht sammle ich auch mal die Kommentare. War ich auch schon mal überlegen. Perle kommentiert Kommentare. Ne? Wo ich die Leute nochmal so richtig über... Na, ficke niemals ein Ficker, ne? Also, wo ich die Leute nochmal richtig hart rannehme. Das könnte auch wieder spaßig werden, ne? Aber dann bietet man denen wieder eine Bühne. Also, das muss dann auch nicht sein, ne? Und dann fühlen sie sich auch noch bestätigt in dem, was sie da so fabrizieren. Am besten sind wir gleich in die Tonne hauen und sich einfach seinen Teil denken. Aber teilweise sitze ich da und schüttel den Kopf, ne? Ihr glaubt gar nicht, was so bei YouTube, was da für Idioten rumwimmeln. Und das wird ja auch immer mehr, ne? Und, ja. Die brauchen Veranstaltungen, die nicht mehr als fünf Minuten dauern, eher so 3 Minuten und dann sind die schon komplett überfordert. Ja, und mit anderen Themen kommen die sowieso nicht klar. Ne? Also Heizung und sowas, verstehen die alles gar nicht. Ne? Verstehen die nicht, die sagen, pass mal auf, mir ist kalt, ich gehe jetzt rauf und knall die Alte, bis sie im Koma liegt, so nach dem Motto. Ne? Und auf dem Leichnam sozusagen, da wärme ich mich dann noch ein bisschen, ne? In kalten Winternächten. Ne? Also solche Typen sind das, ne? Also voll die Bratzen, ne? Heieiei, ich glaube, die haben auch gar keine Arbeit oder sowas, ne? Oder wenn dann nur irgendwie so hier beim Piker durch den Stadtpark rennen, 1-Euro-Jobber, das sind dann, glaube ich, alles 1-Euro-Jobber, ne? Also, weiß ich nicht, oder Parkwächter, irgendein Scheiß, ne? Also, was für Idioten, ne? Oder Gülle-Turm-Taucher, ne? Was für Pappnasen. Egal. So, also, zurück zum Thema ganz kurz. Geil, finde ich cool, dass diese Thermometer und diese Hydrometer, also das gefällt mir ausgezeichnet. Also da werde ich jetzt in Kürze mal einen ordern. Ne? Falls euch das interessieren sollte, schreibt auch mal in die Kommentare, ob ihr da auch dran Interesse habt. Ne? Also das finde ich auch spannend. Ne? Gerade jetzt so mit Sicht langsam auf den Winter 2023, ne? Könnte auch interessant werden, das Ganze mal zu beobachten, ne? Kurventechnisch. Weil ich habe das schon. Ich habe es ja versucht zu beobachten über dieses Hardcore-Thermometer hier. Ne? Und dann habe ich mir von unten, da habe ich ja ganz genaues, das habe ich dann weggenommen, aber ist auch immer ein bisschen blöd. Ne? Und das dauert dann auch immer und das kostet auch wieder jede Menge Zeit und dann soll das ja auch wieder an seinen angestammten Platz. Also habe ich mich damit begnügt. Aber das ist sehr ungenau, denke ich mal. Ja, jetzt sagt er 21 Grad. Jetzt habe ich es auch ein paar Mal angekrabbelt. Ne? 21 Grad und im Winter schwierig. 2-3 Millimeter sind hier gleich 5 Grad Unterschied. Also das kann man echt knicken, ne, mit dem Teil. Ne? Ich habe es versucht, aber ich bin gescheitert. Da kommen mir diese Teile natürlich gleich mit dem Schweizer Präzisionssensoren. Das finde ich schon. Also ihr merkt schon, eine kleine Begeisterung. Also ich muss das haben. Ich muss das haben. Das passt echt super. Das ist genau das, was ich brauche. 16,99. Ein Sensor. Erstmal einen Sensor holen. Und dann mal weiter gucken, ne? Ist da denn Rabatt oder sowas? Lass mal gucken. Ich klicke jetzt mal auf den einen Sensor. Angebot, -15%. 16,99. Ja, so steht er hier auch. Ist da noch mehr Rabatt? Nö. Das ist natürlich schade. Naja gut, die 16,99 wird überleben, ne? Aber schön wäre natürlich, wenn es da noch ein bisschen mehr Rabatt geben würde, ne? Das ist nach neu, ne? Ja, also vielleicht hole ich mir noch so ein Ding. Also falls ihr da Interesse dran habt, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare. Kann man natürlich, klar, logisch,
muss man sogar da einbuchen. Und dann kann man, wird das alles schön gelockt, die ganzen Informationen über Stunden. Schön wird natürlich auch über Tage und Wochen, wäre natürlich noch geiler. Ne? Jo, sind wir durch. Und ich schwitze ein bisschen, das ist ganz schön warm hier. Puh, mal wieder die Haare schneiden. Las Vegas Urlaub hatte ich erzählt, genau, das geht jetzt los. Aber vorher muss ich meinen PC noch fertig machen. Platt machen. Boah, da graut es mir voll. Ey, da habe ich schon voll die Panik. Aber vorher schneide ich noch das Video zusammen, bevor ich da, bevor es richtig haarig wird. Und dann habe ich natürlich auch noch, das kann ich euch auch noch zeigen. Das wird heute mal wieder so ein Schnatter-Video, ne? Dann habe ich natürlich hier noch mein Magix Video Deluxe 2022 Premium. Das werde ich natürlich dann, wenn ich den Rechner platt mache, das habe ich noch gar nicht installiert. Das werde ich dann auch gleich installieren. Ich hoffe, meine ganzen Projektdateien und der ganze Kram ist damit kompatibel. Bisher war es immer so, dass alle meine ganzen Videoprojekte, dass ich die auch mit den Folgeversionen von Jahr zu Jahr, dass ich sie weiter benutzen konnte, dass die alle kompatibel waren. Hoffentlich haben die da nichts verändert. Das wäre natürlich doof. Ne? Jo, jedenfalls die 22er-Version, die werde ich mir dann freischalten. Aber ich muss hier irgendwie wichtig importen. Oh, warte mal, hier ist noch eine CD. Das ist ja geil. Wollte mir gar nicht aus dem Internet runterladen. Hier ist sogar eine CD drin. Ich dachte, ich muss was aus dem Internet runterladen. Okay, das war schön. Aber was ich im Internet machen muss, ist, your voucher code is on the back of this card. Aha. Wo ist denn der voucher code? Ah, hier ist er. Genau, wie bekomme ich meine Seriennummer? Voucher code auf dieser Karte unter www.magix.com redeem einlösen. Seriennummer per E-Mail erhalten, Programm installieren und freischalten. Bewahren Sie diese Karte und die E-Mail sorgfältig auf. Ja, das mache ich dann. Was habe ich hier noch drin? Magix, Vegas, Soundforge und Asset. Was immer das auch sein mag. Einleitung, sehr geehrter Kunde. Bla bla. Achso, Software-Download. Aha. Ihre Seriennummer, Ihre E-Mail-Adresse, Freischaltung. Notizen. So eine Seite für Notizen. Ist ja auch schön. Installation. Das ist die englische Variante. Okay. Kriegen wir schon irgendwie gebacken. Das soll ja noch nicht das Problem sein. Das Problem ist bloß, den PC wieder so zu kriegen, dass ich damit anständig arbeiten kann. Weil das Problem ist, ich habe da auch noch eine uralte Version von Outlook drauf. Mit Excel und diesen ganzen Schwachsinn. Also den ganzen Microsoft-Krempel. Und es ist ja heute alles hier so Microsoft 365 und sowas. Ne? Ihr wisst es ja, also ich hasse das ja, diesen ganzen Online-Scheiß. Ne? Ich will das alles irgendwie, ich bin ja, Daten müssen immer lokal sein und die Programme müssen lokal sein. Das ist mir so mein Ding. Ne? Also nichts aus der Hand geben. Ne? Einige Leute, die hauen ja auch ihre ganzen Bilder und sowas in irgendwelche Clouds zu irgendwelchen Fremdanbietern. Wenn die pleite gehen, dann ist der ganze Scheiß weg, ne? Unter Umständen. Oder wenn das Internet abgeschaltet wird oder sowas. Dann vor allen Dingen, wie soll ich meine ganzen Daten, meine 40 Terabyte, da zahle ich wahrscheinlich pro Monat 1000 Euro Cloud-Gebühr oder sowas bei meinen Massen an Daten. Ne? Das ist ja wirklich verrückt hier. So, bevor ich das Rotzen anfange, so alterssenilitätsmäßig, wünsche ich euch, ich bin auch tierisch müde, es ist mittlerweile auch schon 5 morgens. So, ich wünsche euch alles Gute, Leute. Haut rein, schlaf gut, ich werde es auch gleich. Ich werde hier gleich mein ganzes Chaos aufbauen. Abbauen und dann, das kommt auch noch, ne? Das habe ich euch auch versprochen. Das ist auch alles klügerig da drin. Das ist natürlich schon alles getestet. Meine lieben Freunde, ist alles getestet. Ich habe es bloß wieder alles zusammengepackt, weil ich es nicht vergessen darf. Ich habe es euch ja versprochen. So, jetzt sieht das so unarrangiert hier drin aus. Na egal. Weil da kann ich euch auch eine ganze Masse zu erzählen. Ey, voll geil, das Ding, ne? Also, ja, dann wollen wir nochmal den Enden, wollen wir mal am Teich den Enden das Wasser wegsaufen. Das Wasser wegsaufen. Ne? Sind die Enden bestimmt stinksauer. Ne? Hoffentlich kacken sie da nicht rein. Aber vielleicht kacken sie auch rein und dann eben gucken, was passiert. Ne? Was passiert mit dem Perle, wenn er dann halben Liter gefilterte Kacke Entenkacke in sich reinpfeift. Ne? Wo ist Perle? Macht keine Videos mehr. Ja klar, ist tot. Ist tot. Hat zwar alles weggefiltert, aber der Entenpups hier, ein Teil vom Entenpups ist dann doch irgendwie durchgekommen. Aber das sollte eigentlich nicht passieren.
Weil der haut hier alles raus, ne? Also das Ding ist richtig geil, der haut wirklich alles raus. Außer natürlich Chemie, ne? Klar, ne? Also wenn die Russen jetzt hier irgendwelche Chemieangriffe fliegen, ne? Also hier jetzt über Kiel, hier über den Ententeich, wegen Chemiebomber da, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie sowas Chemisches da, wo alle Leute abkacken, ne? In den Ententeich reinballern und 1000 tote Enten da rumtreiben. Und ich sauf dann aus dem Teich, weil ich Durst habe, aber ich da zufälligerweise gerade so vorbeikomme und denke, ui, Wasser, schön. Ich habe ja mein Säuer dabei. Das funktioniert nicht. Dann wird man wahrscheinlich auch abnibbeln. Aber so normaler andere Kram hier, das filtert alles raus. Das wird auch in der dritten Welt ganz gerne genutzt. Bloß eben eine Nummer größer natürlich, klar. Ne? Ja, Filterabzug 100.000 Gallonen. Eine Gallone sind knapp 4 Liter. Also 480.000 Liter kann ich damit filtern. Also rein theoretisch, ne? Wenn ich hier nicht ruiniere vorher. Ne? Aber das ist echt ein gutes Tool, insbesondere weil es so klein ist. Habe ich mir eigentlich auch primär so einmal für den Notfall so super GAU-technisch und zum zweiten auch für Wanderung. Ne? Wenn ich mal in den USA unterwegs bin, kackt da irgendwo ab oder sowas und sehe da eine alte Pfütze, bin ich auch schon öfter in den Canyons an. Ja, bin ich in alten Pfützen vorbeigegangen, Alter, was da ein Kropfzeug da rumschwimmen war. Eieiei, das will ich im Leben nicht trinken. Ne? Aber mit so einem Teil kann man das, ne? Das geht. Dann kannst du saufen, das Zeug. Ne? Das ist also wirklich total verrückt. Ne? Also rein theoretisch bin ich auch noch nie in die Versuchung gekommen. Aber wir werden uns gemeinsam, wenn ich mal ganz mutig bin, jetzt wahrscheinlich im Herbst, werden wir mal zum Ententeich gehen und da wollen wir uns mal ein bisschen Brühe abfüllen und dann einen halben Liter wegsaufen. Dann kann ich euch gleich sagen, wie das schmeckt. Ne? Ja. So. Haut rein, meine lieben Freunde. Schlaft schön. Ich werde es auch gleich. Ich bin da hundemüde. Sieht man das an meinen Augen? Wenn ich jetzt ganz sicher meine Augen rangehe, müsste man es eigentlich sehen, dass ich tierisch müde bin. Ne? Ja. Aber immer noch gut drauf. Ne? Das ist immer wichtig. Immer fröhlich sein. Ne? Bin ich ja sowieso. Ne? Egal, was passiert. Sieht man aus, dass ich nicht so Loop-Ohren habe. Ne? So. Perle, eine blinde Nuss. So. Schlaft schön. Ich höre jetzt auf. Jetzt kommt nichts mehr. Peace. Dann muss ich nur noch einen Knopf treffen hier. Tschüss.